Hallo miteinander, herzlich willkommen zu einem spannenden Eishockey oben. Die ZSC Lions spielen heute im Finalrückspiel gegen Magnitogorsk, der wichtigste Match der Clubgeschichte. Heute zu oben entscheidet sich, ob das Team von Sean Simpson Siegertrophäe in die Höhe stemmt. Gorsk ist eine sehr starke Mannschaft, sie sind sicher der Favorit. Unsere Stärke, die ganze Champions League, war viel Tempo, Vorchecking machen. Und wir werden das Spiel gewinnen können. Wir spielen vor unser Heimpublikum und es wird ein super Abend sein. Der Lions-Coach verspricht uns ein super Abend. Ich bin gespannt, was unser Gast für Erwartungen hat. Das ist wie immer in der Champions Hockey League der Nationalcoach, der Ralf Krüger. Hallo Ralf, herzlich willkommen. Ja, Ralf, was erwartet ihr vom heutigen Hockey oben? Ja, wir haben hier unser Super Bowl. Das ist definitiv für Club Eishockey ein Höhepunkt. Diese Champions Hockey League geht jetzt zum letzten Spiel hinein und hier zu Hause in der Schweiz kann eine Schweizer Mannschaft gewinnen. Ist eine Traumvoraussetzung eigentlich für einen wunderschönen, nicht nur Eishockey, aber Sportabend. Der Sean Simpson sagt, sie können das Spiel gewinnen, aber Magnitogorsk ist Favorit. Ist das nicht ein Widerspruch? Also ich sehe eigentlich, im Moment haben die Züricher die besseren Karten, weil sie hier mit ihrer Scoring-Effizienz, das heißt, sie haben 17% von allen Schüssen sind bei ihnen reingegangen, im Vergleich Magnitogorsk nur 7,5%. Ihr Powerplay über 30%, Unterzahl 95%. Also alle diese Zahlen, die zeigen einfach, dass Zürich hier wirklich verdient im Finale steht, dass die stärkste Mannschaft waren bis jetzt, dass die im offensiven Bereich sind sie stärker gewesen als Magnitogorsk. Und ich sehe, wenn sie ihr Spiel treu bleiben können und hier eine Führung holen im Überzahl gut spielen, sehe ich sie eigentlich als Favorit. Ja, weil eigentlich auch das Hinspiel hat gezeigt, wie gut Zürcher sind. Vor einer Woche da haben sich auch ein paar verwundert die Augen gerieben. Ein Zürcher Sieg war also ganz nah. Es waren zwar die Russen, die im Hinspiel zuletzt jubelten. Doch dem ZSC fehlten nur 43 Sekunden zur absoluten Sensation. Ein Lapsus von Goalie Sulander ermöglichte den Russen das Unentschieden. Geradezu sensationell waren die Zürcher in die erste Finalpartie gestartet. Sie brachten die Russen ganz schön in Verlegenheit und führten schnell mit 1:0. Im selben Stil ging's weiter. Schweizer, die Eishockey zelebrierten, in russischer Manier. Das 2:0, ein Treffer für die Ewigkeit. Im letzten Drittel die Chance zur Vorentscheidung für die Lions. Aber Elston vergab den Penalty. Und im Gegenzug der Anschlusstreffer von Magnitogorsk. Trotz des unglücklichen Ausgleichs kurz vor Schluss eine Klasseleistung des ZSC, die sich weit herumsprach.
Das ist der Marc Streit. Ich bin im Moment am All-Star Weekend in Montreal. Nach dem sensationellen Spiel in Magnitogorsk wünsche ich dem ZSC einen Sieg heute Abend. Attacke! Ja, Attacke, sagt der Marc Streit. Ralf Krüger, ist das der richtige Gameplan? Das ist der richtige Gameplan. Marc Streit immer mit dem Herzen dabei hier in der Schweiz. Und sicherlich ist wichtig, dass die ZSC Lions wieder wie am Anfang letztes Spiel wirklich attackieren. Die Russen sind das nicht gewöhnt. In ihrer Liga spielt man mehr 1-4 abwartendes Eishockey und sie waren das nicht gewöhnt. Und sie werden heute auch Probleme bekommen, wenn Zürich so viel Druck ausübt wie in die ersten 12, 13 Minuten im ersten Spiel. In der Anfangsphase. Wenn man jetzt aber sagt, der letzte Eindruck nimmt man mit, dann ist das ein kleiner zwiespältiger Eindruck. 43 Sekunden vor Schluss hat die Lions noch den Ausgleich kassiert. Der Aris Ulander hat nicht gut ausgesehen. In dieser Situation ist das weg. Meiner Meinung nach hat es vielleicht mental eine gute Wirkung, weil die Mannschaft mit einem Sieg wäre jetzt hier nach Hause gekommen, hätte nicht gewinnen müssen und hätte sich möglicherweise auf Penaltyschießen verlassen können. Jetzt gibt es ein Spiel wieder, ein Spiel für alles und das gibt wieder Spannung. Also man kriegt so ein Tor, man geht ein bisschen bitter in die Kabine hinein, aber man weiß, man kann Magnitogorsk schlagen. Das war das Wichtigste von Spiel 1. ZSC weiß, sie können mit ihrer eigenen Methoden, sie brauchen kein Wunder hier heute. Sie mussten einfach dieses Beständige, was sie ins Finale gebracht hat, wiederholen. Und sie können dann Europameister werden. Und das hat sie Mut gegeben, sicher Spiel 1. Wir müssen vielleicht noch schnell den Modus erklären für die Zuschauer. Eben, wer gewinnt nach 60 Minuten, der hat die Champions Hockey League gewonnen. Ja. ZSC Lions brauchen mindestens ein Unentschieden nach 60 Minuten, dann können sie es noch schaffen im Penalty-Schießen. Aber auf Unentschieden werden sie eben, wie gesagt, nicht spielen. Attacke. Nein, ich bin überzeugt. Sean Simpson hat es auch gesagt. Ich habe gestern mit ihm noch länger gesprochen und er weiß, warum sie hier sind. Dass sie immer wieder Führungen rausholen konnten gegen die Tschechen, gegen Finnland und jetzt gegen die Russen. Und das ist wichtig, dass sie für diese Führung wieder arbeiten und kämpfen und dann sich auf das Team-Defense, dieses gemeinsame Arbeit nach hinten wirklich dann verlassen. Und Aris Ulander im Tor. Aber es ist entscheidend, dass die hier in die ersten 10 Minuten Druck machen wieder. Vorchecking, Körperchecks. Sie hatten 10-0 Körperchecks in die ersten 12, 13 Minuten in Spiel 1. Und das wird alles wichtig sein, dass sie das hier wiederholen. Ja, vielleicht kommt den Lions noch etwas zu gut. Der Jetlag, sage ich jetzt mal. Wenn wir schauen, Anspielzeit 19:40 Schweizer Zeit. Das heisst, Magnitogorsk wäre das im Moment 20 vor 12 Uhr Mitternacht. Ja. Die 4 Stunden Zeitverschiebung, die Änderung des Spielrhythmus, könnte das ein Faktor sein? Es kann sicherlich ein Vorteil sein, weil man sagt im Sport, das System braucht einen Tag für jede Stunde. Also wären die Russen eigentlich topfit dann am Freitag. Aber es ist so, dass sie heute spielen müssen und jetzt erst einen Tag hier sind und es kommt wieder ZSC vielleicht zugute in die Startphase, dass sie hier ein wenig spritziger sind, dass sie diese Zeit gewöhnt sind. Das sind alles kleine Prozente, die nachher den Unterschied machen kann. Ja, auf was müssen ZSC Lions besonders Acht geben, wenn wir jetzt noch Spieler rauspicken beim Gegner? Ja, ist klar, der Schlüsselperson da ist Marek, aber überhaupt ihre Kontergefährlichkeit. Magnitogorsk hat bis jetzt in ihrer Liga über die letzten 10 Jahre sich immer verlassen auf eine sehr gute defensive Basis und immer wieder stechend im Konterbereich gewesen. Auch beinahe alle Chancen im ersten Spiel kamen aus Kontersituationen. Das erste Gegentor, Scheibenverlust, blaue Linie. ZSC, Magnitogorsk schießt das Tor. Das zweite Tor, was wir gesehen haben, kam auch aus einem Konter. Also für mich sind sie am gefährlichsten, wenn sie Kontergelegenheiten oder Überzahlsituationen bekommen. Zürich muss sehr vorsichtig mit der Scheibe umgehen in die neutrale Zone, sie immer tief bringen und wirklich dann attackieren. Also, Rapperswil, Jona, ist alles parat für ein spannendes Spiel. Und parat ist auch euer Kommentator. Viel Vergnügen mit dem Claude Jaggi. Die ersten 6 Spieler beider Teams kommen ins Stadion. Die finnische Mauer, Aris Ulander beim ZSC im Tor. Er hat sich vom Gegentreffer vor einer Woche nicht beeindrucken lassen. Das ist der Captain von Magnitogorsk, der produktivste Verteidiger in dieser Mannschaft, Vitali Atyushov. Torschütze im Hinspiel am letzten Mittwoch. In der Verteidigung beim ZSC, in der ersten Verteidigung, Radoslav Suchy, der Slowake mit NHL-Erfahrung. Der zweite Verteidiger bei Metallurg Magnitogorsk, Yevgeny Varlamov, seine 6. Saison
in Magnitogorsk. Der Captain der ZSC Lions, Matthias Seger. Und jetzt der gefährliche tschechische erste Sturm mit Topscorer Jan Marek. Er ist sowohl in der eigenen Liga, in der russischen Liga, als auch in der Champions League der Topscorer dieser Mannschaft. Domenico Pittis, der Kanadier im Team der ZSC Lions. Ein weiterer Tscheche, Jaroslav Kudrna. Viel Erfahrung, war allerdings nie in Nordamerika. Der Schütze des 1:0 vor einer Woche, Jean-Guy Trudel, der Franco-Kanadier, auch wenn es ein russisches Eigentor war, war er der offizielle Torschütze. Tomáš Rolinek, der Schütze zum 2:2 vor einer Woche, er hatte Ari Sulander mit seinem Schuss erwischt. Und der Mann, der den Penalty verschossen hatte, zum dritten Zürcher Treffer vor einer Woche. Jan Alsten, bald 40-jährig im nächsten April. Und jetzt kommen alle anderen Spieler der beiden Mannschaften aufs Eis in der Mitte im Anspielkreis. Der Pokal, der Silverstone-Pokal, um den es heute geht. Ja, es ist der Höhepunkt für die ZSC Lions in der 79-jährigen Clubgeschichte. Schade, dass es kein eigentliches Heimspiel ist im Hallenstadion. Aber über diese Geschichte wurde viel gesprochen und geschrieben. Peter Zahner, CEO der ZSC Lions, hat vor dem Spiel gesagt, das Kapitel Hallenstadion und Champions League ist für uns jetzt abgehakt. Wir konzentrieren uns auf das Spiel. Eine super Kulisse, stimmungsvoll, 6.100 Zuschauer mit vielen Leuchtkerzen. Sie sehen es im Bild. Und jetzt die Nationalhymnen für die beiden Mannschaften, zuerst die russische.
eine ideale, eine stimmungsvolle Kulisse. Ein Heimspiel, so wie es sich die Spieler der ZSC Lions erhofft haben. Matthias Seeger hat noch vor dem Spiel gesagt, der Captain, es muss ein Hexenkessel sein, um uns vorwärts zu treiben. Und das ist es hier in der Eishalle in Rapperswil-Jona. Beide Teams spielen in der praktisch gleichen Formation wie am letzten Mittwoch. Bei den ZSC Lions neu hinzugekommen ist Cyril Bühler, der sich von seiner Hirnerschütterung erholt hat. Er allerdings ist als 13. Stürmer hier und wird nur zum Einsatz kommen, wenn sich ein anderer Stürmer verletzen sollte. Eine Änderung gibt es auch im Team von Metallurg Magnitogorsk. Alexander Selujanov, der Verteidiger, hat sich am Sonntag beim Meisterschaftsspiel auswärts in Kazan verletzt und ist nicht dabei. Er wird ersetzt durch Rinat Ibrahimov in der dritten Verteidigung. Und das ist der Teufelskerl im Tor von Metallurg Magnitogorsk, der 22-jährige Ilya Proskuryakov. Ihm gelang nicht nur ein Shutout bei diesem Spiel am Sonntag in Kazan. Nein, er schoss auch noch ein Tor zum 2:0-Sieg. Und zwar das 2:0 ins leere Tor des Gegners. Auf der anderen Seite Ari Sulander, auch hier am Samstag in Langnau mit einer starken Leistung. 4 finnische Schiedsrichter leiten diese Partie. Die beiden Head-Schiedsrichter, ehemalige Spieler in der obersten finnischen Liga, Jari Levonen 42, Tom Laaksonen 31-jährig, mit den Linesmen Mikko Kekäläinen und Jussi Terho. Domenico Pittis wird das erste Bulli für die Lions bestreiten. Vor einer Woche haben sie das erste Bulli gewonnen und sogleich Druck aufsetzen können. Das wird auch der Schlüssel zum Erfolg sein, jetzt hier in dieser Startphase. Den Russen keinen Platz geben, das eigene Spiel aufziehen. Und los geht's, die Lions haben auch diesmal das erste Anspiel für sich entschieden. Und Scheibenbesitz für die erste tschechische Formation im Team der Russen. Aber Suchi an der Scheibe für die Zürcher. Pidis. Macht und viel Platz auf der anderen Seite für Olinek, für den Tschechen. Wird es sofort gestört und Scheibenbesitz für die Lions. Zeyna für Elston. Offside Elston, zu früh in der Zone drin. Spielunterbruch nach 52 Sekunden. Jan Elston, ja, Besitzer des Schweizer Pass schon seit einiger Zeit. Und John Simpson. Schuss, kein Problem für Ari Sulander, abgegeben von der Nummer 10 Igor Mirnov. Seine zweite Saison in Magnitogorsk und das ist der Coach Valery Belousov. Seit April 08 ist er wieder zurück in Magnitogorsk, war bereits in den 80er Jahren 3 Saisons Coach dieser Mannschaft. Peter Zeyna. Erster Schuss, kein Problem für Ilya Proskuryakov. Suchi und das war nichts. Der Torhüter war trotzdem an der Scheibe. Spiel unterbrochen. Das war nun die erste wirklich gute Chance von Suchi, weil der Schuss verdeckt abgegeben wurde. Aber unten in den beiden tiefen Ecken ist Proskuryakov mit seinen Schonen extrem stark. Seeger hat
wieder nichts gesehen. Und das ist jetzt ein unerlaubter Befreiungsschlag, ein Icing. Die Scheibe wurde hinter der roten Linie abgegeben von den Russen und darum kommt es zu einem Bulli vor dem russischen Tor. Oliver Kamber haben wir kurz gesehen, während seine Linie, die vierte Sturmlinie, immer wieder mit wertvoller Defensivarbeit. Kamber hat das Bulli verloren in der offensiven Zone, aber die Zürcher geben den Platz nicht frei. Krutov. Schnieder hat es versucht, jetzt Kamber und der Abpraller kommt nicht an. Bei den Zürchen. Gute Aktion jetzt der vierten Linie der ZSC Lions. Also erneut übernehmen die Zürcher das Spieldiktat. Wie vor einer Woche. Dominieren die ersten Minuten. Und die Stimmung in der Halle, die ist unglaublich. Sehen Sie hinter dem Tor von Proskurjakow. Die Stehrampe hüpft ständig auf und ab. Thibaut Monnet mit der Nummer 7. Schönes Rückpass und gute Aktion auf diesen Schuss von Bastl, des russischen Verteidigers. Der Schuss wurde geblockt von Varlamov. Kurjakov brauchte gar nicht erst einzugreifen. Down zu Trudel. Wieder Plane Down von den GCK Lions. Ja, jeweils nur für die Champions League Spiele mit den ZSC Lions im Einsatz, weil man hier mehr Ausländer einsetzen darf als in der Liga. Katanov für die Russen. Lernov gestört von Pettis und Pettis hat die Scheibe. Keine Strafe, entscheiden die Schiedsrichter. Pfiffe von den Rängen. Trudel. Schönes Zuspiel auf Plane Down. Ist alleine. Jetzt der Schuss von Trudel daneben leider. Pettis. Der Wechsel bei beiden Teams im Moment. Malinkin. Und schon an der blauen Linie ist der Aufbau der Russen wieder zu Ende. Also ähnliches Szenario wie vor einer Woche. Die Lions stören effizient und lassen dem Gegner keinen Zentimeter freien Raum. Zeina kommt nicht mehr ran, das gibt Icing. Vier Minuten 0-4 gespielt. Und die ZSC Lions haben ihren Plan bisher perfekt umgesetzt. Ryan Gardner groß im Bild, der beste Torschütze in der Champions Hockey League. Aller Teams. Außen verliert das Gulli. Marek, Tscheche, dann wieder Elston. Handpass der Russen abgepfiffen. Man darf zwar die Scheibe mit der Hand spielen, aber dann muss man sie selbst wieder annehmen, wenn ein Mitspieler an die Scheibe kommt, so wird das Spiel unterbrochen. Tja, Valery Belousov, hat er das Rezept gefunden gegen die Zürcher? Im Moment scheint es nicht der Fall zu sein, aber das Spiel steht immer noch 0-0. Schoff, der Captain. Buderna zu Marek. Die Tschechen immer noch trafen und gefährlicher Schuss von Marek. Kein Problem allerdings für Ari Sulander. Emotionen sind mit im Spiel. Jan Marek könnte problemlos Unterschlupf finden in der National Hockey League. Die LA Kings besitzen seine Rechte, aber sein Salär in Magnitogorsk ist so fürstlich, dass er lieber in Russland bleibt. Colin Müller
der Assistent von Sean Simpson. Seine Arbeit darf man nicht unterschätzen, ist wertvoll für Simpson, könnte selbst, so sagt Simpson, auch Head Coach sein in der Nationalliga, der ehemalige Spieler des EV Zug. Domenico Pittis mit Platz, hatte allerdings keine Anspielstation. Wird bereits wieder in der neutralen Zone gestört und die Russen verlieren prompt wieder die Scheibe. Achtung, jetzt Platz für Mirnov und Sulander mit seinem Reflex souverän. Grauwieler, Kamber, Grauwieler, Kamber, Krutov bleibt hängen. Achtung, 2 gegen 2 Situation. Kein Problem, dieser Vorstoß von Čistov für die Abwehr der Lions. Kamber, Krutov. Die finnischen Head-Schiedsrichter lassen im Moment alles durchgehen. Aber üblen Fouls waren nicht da. Also eine großzügige Linie im Moment. Seger. Rutov, fliegender Wechsel im Moment bei beiden Teams. Die Linie mit Seina, Gardner und Richs auf dem Eis im Sturm. Hinten Blindenbacher und Schelling. Achtung, das war ein gefährlicher Schuss von Jaroslav Kudrna, dem Tschechen. Wieder Kudrna an der Scheibe. Die erste Strafe gegen Schelling. Fast ins Leere. Schelling. Also erste Überzahlsituation für die Russen. Sechs Minuten 52 Sekunden sind gespielt in Rapperswil-Jona zwischen dem ZSC Lions und Metallurg Magnitogorsk. Es steht noch 0:0, aber ein Zürcher sitzt auf der Strafbank, Philipp Schelling, und es ist die erste Überzahlsituation im Moment für das russische Team, für die hohen Favoriten. Die Lions haben die Anfangsphase, die ersten 5 Minuten dominiert, kamen auch schon zu einigen Abschlussmöglichkeiten, haben den Russen wenig Raum gelassen und alles richtig gemacht. Aber jetzt ist eine erste Druckphase des russischen Teams in Überzahl zu erwarten. Atushov, der Captain, mit dem Schuss. Sulander wurde gefault, die Schiedsrichter haben es nicht gesehen. Von einem Gegenspieler wurde der Zürcher Goalie angegangen. Ein weiteres Foul, jetzt eine heikle Phase für die Zürcher, die sie überstehen müssen. Schuss von Marek ging daneben. Also 7 Minuten 40 gespielt, immer noch 0:0. Das war eine kurze Einschaltung in die Tagesschau auf SF1. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die noch nicht auf SF2 oder auf HD Swiss Live dabei waren. Und wir wenden uns jetzt wieder dem Powerplay zu vom Metallurg Magnitogorsk. Die Halle kocht, weil die Schiedsrichter vorhin beide Augen zugedrückt haben und es nicht gesehen haben, diese Aktion an Sulander. Elston kämpft um die Scheibe und bringt sie raus. Nur noch 30 Sekunden Überzahl. Mirnov. Scheibe draußen, jawohl, der Linesman unterbricht das Spiel.
Position, Kuderna. Na gut, Sulhander lässt sich schon ein wenig fallen. Aber Kuderna, ja, ist hier schon zu nahe gekommen. Der Goalie ist im Spiel ein Heiligtum, auch außerhalb seiner Zone. Und da hätte man nicht unbedingt eine Strafe aussprechen müssen, aber zumindest das Spiel unterbrechen und das Goalie außerhalb geben. Das wäre absolut legitim gewesen. Und Sie sehen es, hinter der Stehplatzrampe oder vor der Stehplatzrampe sind viele Gegenstände aufs Eis geworfen worden. Und das führt jetzt zu diesem Spielunterbruch. Überzahl für Metallurg Magnitogorsk dauert jetzt noch 23 Sekunden. Und er, Valery Belousov, setzt konsequent, wie schon vor einer Woche, nur drei Blöcke ein, drei Linien. Konzentriert also schon früh von Beginn weg auf die besten Kräfte. Vom Steinzeit-Coaching wage ich da nicht zu sprechen, aber bei uns ist das inzwischen undenkbar geworden, dass man nicht vier Linien einsetzt, wenn es die Situation nicht erfordert, die Kräfte zu konzentrieren. So, die Scheibe ist wieder hinten, nur noch 10 Sekunden, Sie sehen es eingeblendet, oben links. Suchi und Wichser haben die Scheibe. Und jetzt sind die Lines wieder komplett. Wichser mit dem Schuss. Nochmals Adi Wichser, zu weit vorgelegt. Savarukhin, Fehlzuspiel auf Gardner. Gardner, hatte keine Anspielstation. Und der Konter der Russen, aber drei Zürcher sind bereits hinten. Und Scheibenbesitz für Domenico Pittis. Blindenbacher, blinder Pass. Und prompt der gefährliche Schuss, der aber abgeblockt wird von Varlamov. Matyushov, der Captain, Abpraller bei Sulander, landet zum Glück bei Pittis. Down, Trudel, die Kanadier wirben für die Lions, kommen nicht durch. 3:2 Konter jetzt für die Russen. Der Schuss von Fedorov, zu harmlos für Ali Sulander, Yevgeny Fedorov. Einer der vielen Spieler bei Magnitogorsk, die gedraftet worden sind in der NHL. 2000 wurde er von den Kings gezogen, hat aber nie in Nordamerika gespielt. Und das trifft bei vielen Spielen von Magnitogorsk zu. Jan Marek, der Topstar dieser Mannschaft. Nicht geahndet. Dieses Foul an Bastl. Nelson holt sich die Scheibe in der Ecke. Schneider, Monne. Monne zu Bastl. Nelson war schon in der Zone drin. Warum konnte Bastl nicht reinspielen? Gorodov mit der 55, Fehlzuspiel. Und die Scheibe ging ins Netz über den Plexiglas. Spielunterbruch 10:46. Ja, die Russen haben sich sehr passiv verhalten und das, was Ari Sulander zu halten hatte, das hielt er, der 40-jährige Finne im Tor der ZSC Lions. Pressionen von der Bank, Simpson mit taktischen Anweisungen. Ja, die Lions haben alles richtig gemacht bisher in diesen ersten gut 10 Minuten. Ja, nochmal die Situation, die zur Strafe führte. Sie haben die Russen nicht ins Spiel kommen lassen, selbst aber nicht die ganz großen Möglichkeiten gehabt. Und im Gegensatz zum Hinspiel sind sie noch nicht in Führung gegangen. Es ist ja so, dass die Russen darauf vertrauen, dass sie dann im Verlauf des Spiels zusetzen können, das Tempo und den Druck erhöhen können, weil
Das heißt, wie Tempo, hier haben wir den neuen Sportminister rechts, Ueli Maurer, zusammen mit dem höchsten Eishockeyaner auf der Welt, mit IHF-Präsident René Vasel. Viel Prominenz im Stadion. Ja, die Russen also werden irgendwann mal das Tempo hochschrauben, das ist klar. Im Moment halten sie das offenbar nicht für nötig und haben auch nicht die Möglichkeit, weil ihnen die Lines wenig Platz geben. Jetzt haben sie etwas Platz, aber sehr gut abgeblockt dieser Schuss von Patrick Gehring, dem Zürcher Verteidiger mit der Nummer 4. Denis Platonov schoss im Halbfinale gegen Ufa das sogenannte Game-Winning-Goal. Zürcher Linie auf dem Eis, die mir sehr gut gefällt. Kann die Scheibe aus der eigenen Zone raushalten. Sind mit viel Tempo unterwegs, Krutov, Grauwiller und Kamba. Schwerarbeiter im Team. Achtung, das ist einer der Künstler, hat sich aber die Scheibe zu weit vorgelegt. Stanislav Čistov, der Mann mit der 23. Ja, frustriert haben sie sich jetzt auswechseln lassen, die Russen. Es kommt wieder die erste Linie mit den drei Tschechen. Sieger für die Lions, Pittis. Down. Linie war wieder Schluss für Magnitagov. Skatuschow, der Captain, gegen Pittis. Sieger. Pittis lässt sich die Scheibe von Marek abnehmen. Und jetzt gefährlich, der Konter mit Kuderna. Kuderna von Schnieder hervorragend abgeblockt. Super Defensivarbeit in dieser Szene von Daniel Schnieder. Achtung, Marek, sie sind immer noch da. Rolinek und Zulander. Sieger gegen Kuderna, das Duell vor dem Tor. Da kam der Tscheche einmal mehr, schon zum zweiten Mal Zulander zu nah. Und jetzt gibt es Bulli außerhalb der Zürcher Zone, aber es werden keine Strafen ausgesprochen. Nochmals Kuderna. Kuderna sucht hier den Kontakt mit Schnieder und wird dann vom Sieger weggedrängt. Suchi. Alsten. Bastl geht der Scheibe nach, aber die Russen kommen dran. Gehring, Suchi, Bastl. Bastl gegen drei Russen. Zwei gegen zwei Situation. Aber schon wieder die Lions in der neutralen Zone mit guter Arbeit. Die Russen, wenn sie mal in der Zürcher Zone drin sind, das haben wir auch schon vor einer Woche gesehen, dann sind sie nur in den Ecken draußen. Sie kommen nicht in die gefährliche Zone rein vor Ari Zulander. Zumindest nicht mit der Scheibe. Die Zürcher können im Moment ihren Slot sehr gut verteidigen. Die Stimmung in der Halle, sie ist außerordentlich gut. Lindenbacher, souverän, hat er sich in diesem Zweikampf durchgesetzt. Die Scheibe für Gardner. Richser. Ui, gut ausgenutzt die Situation, dass der Goalie hier blockiert war. Die Scheibe ging aber knapp am Tor vorbei. Serena mit der 13. Richser, Adi Richser. Wollte zurückspielen auf Blindenbacher. Gelang nicht ganz. Aber Gardner immer noch in Scheibenbesitz. Ryan Gardner. Ja, schlechtes Zuspiel. Nur in die Beine von Bulin.
Scheibe noch spielbar, Blindenbacher. Und jetzt Postenschuss von Adi Wichser, Nachschuss von Blindenbacher. Beste Möglichkeit, 15. Minute, Postenschuss. Das war jetzt Pech. Sie hören es, der Lärmpegel steigt. Ein gefährliches Spiel auf Marek. Marek, der Tscheche, und ins Außennetz. Da war der Torrichter zu schnell mit dem Drücken der roten Lampe, aber noch immer heiße Szene. Guter Schuss abgegeben von Varlamov auf den Verteidiger. Down. Und down. Kugel zu spät. Und Zuki. Fliegender Wechsel bei den ZSC Lions. Elston fängt die Scheibe ab. Schön gespielt. Bastl. Bastl sucht Elston, aber unpräzis dieses Zuspiel. Mirnov. Mirnov. Wieder Mirnov mit der 10. Scheibe blieb in der Zone drin, jetzt ist sie draußen. Und Gehring, der Verteidiger, weit vorgerückt. Und da wurde er abgeblockt. Der Russe Denis Platonov mit einer guten Aktion. Und die Zürcher befreien sich mit einem unerlaubten Befreiungsschlag, um wechseln zu können. Noch einmal der Pfostenschuss von Adi Wichser. Da fehlte extrem wenig. Die Windtorkamera. Ja, ja. Aber Lukas Grauwiler. Und wieder hat es beim russischen Tor Gegenstände auf dem Eis. Darius Ulander noch ein paar Momente Zeit durchzuatmen. 3 Minuten 45 dauert das erste Drittel. Aber einmal mehr spielen die Zürcher auf Augenhöhe mit dem haushohen Favoriten. Mit den übermächtigen Spielern der besten europäischen Clubmannschaft der letzten 10 Jahre. Zeina. Zeina bleibt hängen. Christoph. Und Gardner hat die Scheibe für die Zürcher. Wichser. Wechsel bei beiden Teams. Lindenbacher wartet, spielt zurück auf Seger und lässt sich selbst ebenfalls auswechseln. Trudel gegen Marek. Trudel sucht Pettis, kommt nicht an. Jetzt hat aber Pettis die Scheibe trotz allem. Schnieder. Trudel, Pettis. Down. Und Pettis mit dem Schuss und das Tor! Line down, 1:0 für die Lions! Der Kanadier von den GTK Lions, der nur in der Champions League mit den ZSC Lions spielt. Nochmals der Schuss von Pittis, der war entscheidend. Skuriakov, Probleme mit der Abwehr und der Verteidiger bzw. der Stürmer mit der 60, Tomasz Strolinek, kam zu spät. Er ja der Torschütze vor einer Woche und Blaine Down, jetzt der Torschütze. Wiederum gehen die ZSC Lions in Führung. Diese Führung ist spätestens seit dem Pfostenschuss von Adrian Wichser auch verdient. Das war für Blaine Down
Der erste Treffer in der Champions Hockey League. Die Aktion der Russen. Sie versuchen es. Aber wieder Elston an der Scheibe. Und jetzt ist die Scheibe draußen. Und die Halle kocht. Adi Wichser mit viel Speed, 3 gegen 2, Gardner, Seina, Backhand und Nachschuss wieder. Foul, jawohl, jetzt gibt es die Strafe gegen die Russen nach diesem Foul an Adrian Wichser. 18:21, Powerplay, erstes Powerplay für die Lions. Rina Tibragimov hat die Notbremse gegen Adi Wichser gezogen. 22-jährig erst ist er, genauso jung wie der Goalie. Ja, da war er mit dem Stock an den Beinen dran von Adi Wichser. Und darum also das erste Powerplay des Spiels für die Lions. Pittis, Elston, Trudel, die Powerplay-Formation hinten. Mone, ein Stürmer zusammen mit Seger. Also eine gemischte Formation. Scheibe vorerst weg. Seger. Trudel. Siebter Pittis findet Mone. Achtung, die Russen dazwischen. Artyushov, der Captain. Und Mone. Pittis. Trudel. Seger. Ilya Proskuriakov bestechend sicher. Bei diesem Schuss hatte er allerdings mehr oder weniger freie Sicht. Das war noch einmal der Treffer. Da hat er keine freie Sicht, lässt den Schuss abprallen. Ja, hätte auch schon beim ersten Anlauf reingehen können, war schon Glück dabei, dass die Scheibe zur Seite geht und dann stand Plane Down goldrichtig. Das Drittel dauert noch 59 Sekunden, die Strafe etwas länger. Gardner gewinnt das Gulli, Seina, Wichser, Suchi, Blindenbacher Direktschuss, abgelenkt noch. Achtung, Rolinek und Kudena, die beiden Tschechen versuchen es im Konter. Vom Slowaken Suchi gestoppt. Zeina. Suchi. Ah, Gardner verfehlte die Scheibe. Trotzdem noch spielbar für die Lions. Lindenbacher, Suchi. Ah, das war schlecht von Suchi. Denn jetzt der Konter 2 gegen 1. Nur noch Blindenbacher ist hinten. Und Zulander wehrt und dann Glück beim Nachschuss von Jaroslav Kuderna. Die Russen hatten ihre beste Chance des ganzen ersten Drittels in Unterzahl. In dieser Szene das Zuspiel bzw. der Schuss von Kai Goronov und dann der Nachschuss von Kuderna. Noch 10 Sekunden, das wird nicht mehr reichen für einen Zürcher Angriff in Überzahl. Es bleiben dann aber noch 20 Sekunden Powerplay nach der Pause. Und sie versuchen es direkt auf Trudel. Aber jetzt ist das erste Drittel zu Ende und wiederum führen die Zürcher nicht wie vor einer Woche mit 2:0, aber mit 1:0 und die Führung ist verdient. Nach wie vor spielen sie hervorragend. Eine super Leistung auch heute der ZSC Lions gegen Metallurg Magnitogorsk, den Haushohen Favoriten. Torschütze, der Mann mit der Nummer 71 nach
17 Minuten 17, Blind Down mit dem einzigen Treffer in diesem ersten Drittel. Bereit für ein Flash-Interview, bitte Danny Bolliger. Blaine Down, you scored your first goal in the final. What a timing! Oh, that's a great feeling. I can tell you, it's been a long six games without you. I don't think I even got a point, so I'm just happy to contribute tonight. How does your goal change the game? Well, I think it gave us the momentum right now. You know, we needed a big goal. We didn't get off to quite the start we wanted, and now we can build on it. Thank you. Good luck. You're welcome. Thanks. Seite in diesem ersten Drittel. Und er ist natürlich ausgesprochen glücklich, dass er seinen ersten Scorerpunkt in der Champions Hockey League ausgerechnet heute im Finalrückspiel hat können holen. Ja, es gibt viel zu reden über die ersten 20 Minuten. Wir machen das in 62 Sekunden. Stark wieder heute. Man bringt Schüsse auf Zoolander, er macht den ersten Save und die Verteidiger und die Stürmer von Zürich nehmen konsequent die Optionen weg. Und das hat hier wirklich, das war der Fehler von den Russen und deswegen die Führung jetzt. Was Konsequenz kann bringen, das hat man ganz am Anfang schon vom Spiel gesehen, weil nicht nur die letzte Szene vom Drittel hat allein, es gehört eigentlich auch die erste Szene vom Drittel da. Der Krutov mit super Körpereinsatz hinter dem Goal. Ganz klar, es begann hier wirklich mit dem aggressiven Forechecking und Kamber bekommt hier einen Slotshot und sie bringen weiter auch Druck aufs Tor. Es begann, wie du sagtest, mit einem Körpercheck von Krutov, mit aggressivem Druck. Die Russen mögen das nicht, sie wollen nicht gecheckt werden und das wird jetzt wichtig sein im zweiten Drittel, dass sie das wieder, diese Aggressivität bringen womöglich. Mhm. Man ist aber schon ein bisschen erstaunt im Vergleich zum Hinspiel, ist es ein anderer ein anderes erstes Drittel gewesen, vor allem von der Russen. Ja, ganz, ganz anders, wirklich. Die sind hier, haben, wie gesagt, sehr viel Scheibenkontrolle gehabt. Sie haben mehrere Kontersituationen gehabt, hatten 5 gute Torchancen. Dafür haben sie 2 Drittel gebraucht im ersten Spiel. Und deswegen, man ist noch gewarnt. Also sie sind besser da, sie sind konsequenter allgemein. Und es ist einfach hier und da die Kleinigkeiten, wo Zürich noch besser gemacht hat. Aber sie sind auch diszipliniert gewesen. Zürich hat nur ein Powerplay jetzt gehabt im ersten Drittel. Also man sieht, sie sind bereit und sie sind da und es gibt weiter Spannung, das ist klar. Ein Powerplay hatte ja die Russen gehabt, das wollen wir uns noch anschauen. Das Boxplay von der Zürcher hat auch hier funktioniert. Ja, hier der Scheibendruck, man sieht Blindenbacher, Pitti, ist immer wieder Scheibendruck, man ist bereit, auch Trudel hier in die Schüsse hineinzugehen. Zoolander wurde da leicht umgestoßen. Ja, man aber die Fans lautstark reklamieren, aber wir sehen es jetzt dann nachher noch in der Wiederholung. Es war Fall. Aber hier allgemein, Zürich schützt sehr gut die Innenpositionen. Mhm. Und nein, es gibt wirklich nur einen Haken mit den Füßen, aber das war jetzt nicht Absicht. Man ist auch außerhalb die Torzone gewesen. Also der Russe ist schon schlau mit der Fußposition gewesen, aber Zoolander fällt zurück. Aber allgemein das Unterzahlspiel, eine Stärke auch von Zürich. Hier haben wir auch gute Szenen gesehen. Wir haben gesagt, die Russen sind dann gefährlich, wenn sie eigentlich können breaken, wenn sie können kontern können. Das hat man auch in diesem Drittel gesehen. Ja, hier sieht man eine Chance eigentlich von der Trudel-Linie. Aber alle 3 Spieler hinter das Tor sehen wir gut. Und das ist gefährlich. Die Russen suchen und warten auf solche Situationen. Okay. Also mit die 3 roten, genau. Spieler, die eigentlich weg vom Schuss sind. Und nachher dann kommt er daraus raus. Ja, und das ist 3-2. Es kommt ein guter Schuss. Aber wie gesagt, im offensiven Bereich ist wichtig, wenn man eine Torchance vorne hat, dass nicht alle 3 Stürmer hinter die russische Verteidiger landen. Man muss unbedingt einen guten dritten Mann haben, einen guten dritten Stürmer und dann werden auch nicht so Kontersituationen entstehen, wo die Russen wirklich gefährlich sind. Zürcher merken, habe ich das Gefühl, immer gerade sofort, wenn sie aufpassen müssen, wenn es gefährliche Szenen gibt wie die und können eigentlich dann wieder umschalten und wieder besser zu ihrem Spiel finden. Also sie haben kurz darauf aufgrund von diesen Szenen, ja, nachher
sind sie zu ihren besten Chancen gekommen? Ich bin auch überzeugt, dass die auf die Bank mit ihrer Reife und mit ihrer Routine dann auch die richtigen Sachen austauschen während ein Drittel. Man denkt, dass es oft eine Drittelpause braucht, dass man sich irgendwie bessert. Aber ich sage, das macht Zürich auch stark. Sean Simpson, Colin Müller auf die Bank mit ihren erfahrenen Spielern diskutieren sicherlich solche Szenen. Und wenn keine Gegentore fallen, macht es ihnen stärker für die Aufgaben, die dann kommen, wo sie wirklich ein paar gute Chancen dann nachher hatten. Mhm, kurz darauf aber nämlich, ja. Da hat die Russen nur noch das Gehäuse vom Goal geredet. Das war ein Pfostenschuss von Adrian Wichser. Ja, wieder aus einem guten O-Zone-Wechsel, offensive Zonenwechsel. Gardner bringt die Scheibe nicht ganz durch, aber Blindenbacher setzt die Scheibe weiter unter Druck. Und das macht Zürich stark. Sie wollen, wie Marc Streit sagte, Attacke hier. Und Adi hat eigentlich den russischen Torhüter geschlagen, unten unter dem Fanghand, ein starker Schuss. Aber es begann wieder mit einer mutigen Aktion von Blindenbacher. Viele Verteidiger würden da zurückziehen und würden aus die Zone zurückfahren. Aber Blindenbacher springt vor, hält die Scheibe drin und diese Chance entsteht aus einer mutigen Forechecking-Entscheidung. Und das ist das, was Zürich bis jetzt in die Champions Hockey League wirklich gut gemacht hat. Ja, und das war eigentlich der Vorbote nachher auch vom Goal, wo ja ohne Konsequenz noch ein vom Blind-Down eigentlich vorangegangen ist. Ja, Zürcher führen 1-0 ja. Nach einem Drittel. Die Mannschaft hat eine gute Leistung gezeigt. Fakt ist aber auch, eine Mannschaft kann nur gut spielen, wenn auch das Umfeld alles parat macht, damit die Mannschaft ihre beste Leistung kann abrufen kann. Zu diesem Umfeld gehört seit kurzem auch der Edgar Salis. Der Edgar Salis wird oder ist Sportchef von den Zürcher. Er löst in dieser Funktion den Peter Itten ab, der auf Ende Januar die Privatwirtschaft wechselt. Und der Edgar Salis kennt natürlich das Innenleben von der ZSC Lions bestens. 10 Saison lang hat er für Zürcher gespielt. Er hat das Team geprägt, nicht nur auf dem Eis, sondern auch als kräftige Stimme in der Garderobe. Jetzt steht der Edgar Salis für die Lions aber nicht mehr auf dem Eis, sondern er steht an der Bande. Und im Moment, da steht er beim Dani Bolliger. Ja, Edgar Salis, wie hat das erste Drittel am Sportchef der ZSC Lions gefallen? Ja, sehr gut. Uns haben wieder sehr gut das Tempo mitgehen mit den Russen. Wir haben sie zeitweise fast ein bisschen in die Defensive zwingen. Und ein sehr positives Drittel für uns, ja. Bis vor 4 Jahren haben Sie ja noch selber mitgespielt bei der ZSC Lions. Juckt es einem, wenn man so ein Spiel sieht? Also wenn ich das Tempo sehe, das die Jungs machen, dann nein, juckt es mich überhaupt nicht. Da wäre ich glaube sinnlos überfordert. Jetzt seit Anfangsjahr sind Sie ja der Sportchef bei der ZSC Lions. Wie haben Sie jetzt den Einstieg erlebt mit all diesen Champions Hockey League Spielen? Ziemlich streng, nehmen wir mal an. Ja, ich habe mich eigentlich mehr für das Tagesgeschäft gekümmert, jetzt seit gut 10 Tagen. Der Peter Itten, mein Vorgänger, er hat den Lead hier im Champions League. Und so konnte ich es ein bisschen aus der Distanz geniessen und das Ganze ein bisschen von außen anschauen. Wird die Arbeit schwieriger durch die Erfolge oder einfacher? Die Arbeit ist und bleibt interessant. Spitzensport werden immer Sieg verlangt. Und ich finde es super, dass lieber so, als wenn man in den Playout rumgurkt zum Anfang. Also, und die Mannschaft strahlt so eine Souveränität aus. Ich hoffe, es geht so weiter und mache meinen Job so einfach wie möglich. Oder? Das hoffen wir auch. Danke vielmals. Ralf Krüger kennt Edgar Salis so bestens. Er war schon Nationalspieler. Jetzt hat er also den Schritt vom Spieler in die Clubführung gemacht. Und ihr habt diesen Schritt einmal gemacht. Ja. Ist es ein grosser Schritt? Es ist ein ganz großer Schritt, weil als Spieler musst du dich nur um dich selbst kümmern. Eigentlich hast du eine Verantwortung und das ist deine eigene Leistung. Und als Manager oder als Trainer hast du natürlich sehr viele Leute, wo du immer wieder mit Problemen, Herausforderungen konfrontiert wirst, wo du Lösungen suchen musst. Das ist eine geistige Aufgabe. Edgar Salis ist sehr gut für diese Aufgabe. Er ist ein ehrlicher Typ. Er ist sehr gerade und aufrecht und ein intelligenter Eishockey-Mensch, der ZSC Lions werden sicherlich gute Jahre auch mit ihnen erleben. Kann das aber auch eine Gefahr sein? Es ist einerseits ein Vorteil, dass er sich sicher in Spieler hineindenken kann, weil er eben ja. Spieler war. Aber jetzt muss er ja plötzlich eine Distanz aufbauen. Er muss eben vielleicht unangenehme Entscheidungen treffen.
Ja, ganz sicherlich hat er mit Peter Zahner natürlich einen guten Partner für diese Aufgabe, aber es ist sicher so, man muss sich ein wenig entfernen von der sozialen Seite, wo Edgar auch gerne unterwegs war mit einigen, die da noch spielen. Aber grundsätzlich geht es darum, dass er jetzt andere Aufgaben hat und der ist einer, der nicht an die Front jetzt sportlich arbeiten muss. Das machen die Coaches. Er muss ja das größere Bild eher vorbereiten, auch die Spielerablenkungen wegnehmen, sodass sie sich auf Eishockey konzentrieren können. Und es ist eine Wechselzeit, den man braucht, sicherlich, um diese neue Welt anzugehen. Aber Edgar ist ein guter Typ für das. Wenn wir zu den Coaches kommen, die dir ansprechen, am 25. Januar 1998, vor 11 Jahren, Ralf Krüger, da seid ihr eigentlich in der gleichen Position gewesen, praktisch wie heute oben der Sean Simpson. Mögt ihr euch erinnern? Ja, ich kann mich gut erinnern. Ja, das war an einem Sonntag gegen Dynamo Moskau. Und wir hatten auch ein Spiel für den damals European League, also Champions League damals, und wir haben es gewinnen können zu Hause. 5-3 war das Ergebnis gegen Dynamo Moskau. Also ich werde es nie vergessen, so wie ZSC Lions mit einem Erfolg heute sicherlich das Leben lang nicht das Spiel vergessen werden. Dann war der Coach von Feldkirch zu Österreich. Ja. Und man kann sagen, wir haben nicht ganz so ausführlich dann zumal über das berichtet, wie wir heute über die Champions Hockey League berichten. Wir schauen es uns mal an. Ralf Krüger feierte seinen bisher größten Erfolg als Trainer. Die VEU Feldkirch wurde sensationell Euroliga-Sieger. Im Final bezwangen die Vorarlberger Dynamo Moskau mit 5-3. Das ist für das österreichische Eishockey der international größte bisherige Erfolg. Coach Ralf Krüger trainiert neben Feldkirch auch die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft. Ja, 28 Sekunden ist uns das denn wert gewesen im Nachrichtenblock, Ralf Krüger. Dann zumal die European Hockey League und jetzt die Champions Hockey League. Also der größte Unterschied ist, damals sportlich wollten wir alle schon uns daran beteiligen, aber die Professionalität, die man jetzt durch diesen Innovation Sport Marketing Gesellschaft, die Fußballerfahrung, die sie mitbringen aus der Champions Fußballliga, hat einfach das Ganze rundherum. Es ist ein viel stärkeres Fundament, es ist viel professioneller, man sieht auch das Auftreten, das hat damals gefehlt. Auch die Clubs werden viel professioneller geführt als damals und sind bereit. Wir sind bereit im Eishockey für eine Champions Hockey League. Das hat man dieses Jahr gesehen und es gibt eine aufregende Zukunft für diese Liga. Also wir hoffen, es gibt uns auf aufregendes nächstes Drittel und einen professionellen ZSC. Wir freuen uns auf Drittel Nummer 2 mit dem Clodiaki. 11 Jahre sind vergangen seit dieser Sensation, dem Wunder von Feldkirch. Und vielleicht gibt es ja heute das Wunder von Rapperswil. Jona Feldkirch und Ralf Krüger waren ja die letzten nicht-russischen Europacup-Sieger. Und die ZSC Lions sind jetzt drauf und dran, hier Ähnliches zu vollbringen. Aber noch ist natürlich nicht so weit. 40 Minuten stehen noch an und es gibt jetzt mal 21 Sekunden Powerplay noch für die ZSC Lions zu Beginn des zweiten Drittels. Entscheidend wird sicher aus Zürcher Sicht sein, wir haben das auch schon von Ralf Krüger gehört, die Systemtreue. Wenn sie 60 Minuten lang so diszipliniert spielen können, dann haben sie gute Chancen, dass sich das Szenario von letzter Woche, nämlich dass die Russen, je länger das Spiel dauert, je stärker aufspielen, nicht wiederholen wird. Im Moment also noch einmal kurz Überzahl für die Lions. Pass von Blindbacher bei Suchi kam nicht an. Blindbacher mit dem weiten Pass und die Russen sind komplett. Gorodov mit der 55. Platonov. Beide Teams also haben ihre erste Überzahlsituation nicht ausnutzen können. Führung aber für die Lions, die ist verdient. Sie haben auch öfters aufs gegnerische Tor geschossen im ersten Drittel auf der Gegner. Und auch jetzt wieder der erste Schuss von Domenico Pittis. Damit das aktualisierte Schussverhältnis 13-8 für die ZSC Lions im Moment. Icing und erlaubter Befreiungsschlag von Metallurg Magnitogorsk. Domenico Pittis.
gibt den Schuss verdeckt ab, aber Ilya Proskuriakov hatte alles zu, der russische Goal. Immer die Kanadier auf dem Eis bei den ZSC 1, also die Linie mit Down, dem Torschützen, Pettis und Trudel. Marek, die erste Formation der Russen mit den drei Tschechen, verlieren wieder die Scheibe, Schuss von Blaine Down. Zwar lässt Proskuriakov die Scheibe fallen, aber hat sie dann sogleich wieder unter Kontrolle. Ja, es war also der Paradeblock der Russen, die drei Tschechen, die den Gegentreffer kassiert haben gegen die erste Zürcher Linie. Und Proskuriakov, der russische Goalie, der Druck auf ihn muss groß sein. Erst 22-jährig, hat die Erfahrung noch nicht für so große entscheidende Spiele. Schuss Schnieder, abgelenkt. Down, Trudel. Jean-Guy Trudel, Seger, Rolinek, der Tscheche mit viel Tempo, sucht Marek, Jan Marek, Achtung, der gefährlichste Mann bei den Russen. Kudrna mit dem Schuss ans Außengehäuse, Sulander hatte allerdings seine Ecke zu. Das kam nicht an. Es gibt unerlaubten Befreiungsschlag. Matthias Seger, der Captain, eine wichtige Figur auch in der Kabine bei den Lions. Eine Führungspersönlichkeit innerhalb des Teams. Kamba gewinnt das Bulli für die Lions. Krutov, der einzige Russe im Team der ZSC Lions. Der Sohn des Großen, Wladimir Krutov, des Tanks, der auch in Zürich gespielt hatte. Und auch hier das Körperspiel der Lions bringt die Russen in Schwierigkeiten. Einmal mehr. Zwei gegen zwei. Ja, fliegender Wechsel bei den Russen, darum wird gewartet. Sulander sah den Schuss erst spät kommen, aber sah ihn noch rechtzeitig, den Schuss von Wladimir Malinkich, der Nummer 24. Lindenbacher spielt die Scheibe zurück hinter das Tor. Bastl und Elsten versuchen sich durchzutanken gegen die russische Verteidigung. Wieder Bastl. Jetzt der dritte Stürmer mitgegangen, Monet mit der 7. Aber sie riskieren hier nicht viel. Monet denkt hier praktisch nur defensiv, bietet sich gar nicht erst an. Als Anspielstation. Also man will den Russen auf gar keinen Fall hier ins offene Messer laufen. Auf Seite der Zürcher. Kein Problem, der Schuss für Sulander, aber der Nachschuss schon eher dann. Ging zum Glück daneben. Der Schuss von Varlamov. Nochmals der Mann mit der 36 und Atyushov, der Captain. Ebenfalls mit einem guten Schuss von der blauen Linie. Lindenbacher. Bastl. Spät der Pass hier für Peter Seina. Sieger. Schön zu Wichser, aber da hat Kudrna, der Tscheche, aufgepasst im Team von Metallurg.
Gardner, zwei Mann standen vor Proskuriakov, Atyushov, der Captain und Adi Wilson. Peter Seina, der beste Bulli-Spieler bei den Lions, gewinnt fast alle Bullis, wenn er eines spielt, ja, und Seina angespielt von Ryan Gardner, da war wirklich fast kein Platz mehr, die drei, der Goalie und die beiden Feldspieler, der Zürcher und der Russe, haben hier fast alles abgedeckt. Aber wieder Scheibenbesitz, ZSC, Trüdel, Ablenker vor dem Tor. Und nach wie vor werden die Russen an der Spielentfaltung gehindert. Effizient gehindert, Rolinek. Der Mann, der das 2:2 auf ganz ähnliche Art und Weise erzielt hatte. Aber da hat er jetzt weniger Platz, musste schneller die Scheibe in Richtung Tor schießen. Atyushov, der Captain, muss zurück in die neutrale Zone. Marek gegen Pittis. Pittis, Sieger im Duell. Grauwieler. Schneider geht hier tief als Verteidiger. Die Lions wechseln aus. Alles gut gegangen. Die Russen kommen wieder nicht sauber raus mit ihrem ersten Pass aus der eigenen Zone. Auch wenn sie vielleicht ein wenig mehr Scheibenbesitz hatten als vor einer Woche. Aber sie werden genauso effizient an der Entfaltung ihres Tempospiels gehindert. Das machen die ZSC Lions bisher hervorragend. Es ist schon klar, ein zweiter Treffer aus Sicht der Lions wäre natürlich schon etwas beruhigender. Vierte Linie. Amber nicht nahe genug am Mann, aber Ari Sulander, die Ruhe selbst gegen diesen Schuss von Nikolai Savarukhin. Was strahlt Sulander wieder für eine Sicherheit aus heute Abend? Das wird er auch bemerkt haben, der russische Head Coach Valery Belousov. Hat als Spieler in der russischen, in der sowjetischen Nationalmannschaft damals noch unter Tichonow, unter Viktor Tichonow gespielt. Versuchen ihr Heil mit Schüssen. Vors Tor können sie sich nicht kombinieren. Und da war Sulander bisher sehr sicher. Und wenn es dann Abpraller gab, Ralf Krüger hatte das gesagt, dann war die Defensive der Lions immer da, um den Rebound zu holen. Strafe angezeigt gegen die Russen. Jetzt an der Scheibe die Russen, das Spiel unterbrochen. Und es gibt 2 Minuten gegen ihn, gegen Alexei Kaigorodov. Foul gegen Blindenbacher, hier hängt er sich ein, ja geschickt gemacht, auch von Blindenbacher. Hat die Strafe provoziert und sie auch erhalten. Zweites Powerplay also für die Lions. Bacher und Zuki hinten vorne, die Linie mit Adi Wichser, Peter Seina. Und Wayne Gardner, Ryan Gardner. Ryan, der Sohn von Wayne Gardner, dem Vater und dem ehemaligen Ambrì-Spieler. Ryan Gardner galt ja Eishockey technisch gesehen auch schon als Schweizer, bevor er den Schweizer Pass hatte, weil er eben seine erste Eishockey-Lizenz als Junior damals in Tessin gelöst hatte. Suchi zu Wichser, Adi Wichser. Ja, schlecht gespielt, wollte womöglich Gardner anspielen. Rolinek und Kudena, die beiden Tschechen in Unterzahl, kommen zwar bis zu Sulander, aber
der Schuss dann ungefährlich. Richser. Da war Seiner zu früh in der Zone, darum musste man noch einmal abdrehen. Suchi. Seiner jetzt mit Platz. Proskuriakov. Gut beobachtet, hat der russische Goalie hier das Spiel. Die Lions bleiben drin. In der Zone, aber dann kam wieder der Pass nicht an, diesmal von Adi Wichser. Und die Hälfte der Strafe ist um. Zeit, um neue Kräfte zu bringen auf Seiten der ZSC Lions. Pittis neu gekommen. Alston. Alston rüber zu Trüdel, kommt nicht an diese Scheibe. Sieger. Trüdel. Pittis. Trüdel. Die Russen stehen gut hier in Unterzahl, das muss man sagen. Jetzt Sieger. Sieger mit dem Schuss und Proskuriakov. In größten Schwierigkeiten. Kriegt er die Scheibe an die Maske. Ilja Proskuriakov stammt ja aus der eigenen Juniorenabteilung, ist auch in Magnitogorsk geboren. Nur noch einmal der Schuss an den Kopf. Er ist nicht der Einzige in dieser Mannschaft, aber er ist im Moment der einzige Star. Hat ja den weißrussischen Nationalgoalie Andrei Mesin aus dem Tor verdrängt im Verlauf der Saison. Also sie klotzen nicht nur mit dem Geld, die Clubbesitzer von Metallurg Magnitogorsk, sie haben auch eine funktionierende Juniorenbewegung, das zeigt eben der Aufstieg von Ilja Proskuriakov. Noch 12 Sekunden jetzt, Überzahl für die Lions. Pittis, Trüdel, Schuss verdeckt abgegeben, Nachschuss von Down. Down, der getroffen worden ist und Achtung, die Russen gleich wieder komplett. Das ist jetzt der Fall. Auch die zweite Überzahlsituation nicht ausgenutzt von den Lions. Wichser jetzt, Adi Wichser zurückgehalten und Offside an der blauen Linie, etwas spät abgepfiffen von den beiden Linesmen. Kuderna, gute Arbeit von Suchi. Gehring. Und auf Nummer sicher, den Pass zu Gardner. In diesem Augenblick ist die Hälfte der regulären Spielzeit vorbei und ein guter Schuss von Ryan Gardner. Da kam der Abpraller noch in Richtung Alston, aber der stand nicht frei, wurde von den Russen kontrolliert. Ja, die Hälfte vorbei und die Lions führen mit 1:0, immer noch. Icing wird gegeben, ob schon ein Zürcher, ich glaube Alston, die Scheibe noch, so schien es mir, berührt hatte. Mal Suchi gegen Kuderna. Dann die mustergültige Hilfe des Mitspielers. Grauwila war es. Also man kämpft hier wirklich im Kollektiv auf Seiten der ZSC Lions. Man ist dem Plan, den Matthias Seger gestern auch noch einmal bekräftigt hatte, systemtreu zu bleiben. Man ist diesem Plan wirklich nachgekommen. Fast 100% auf Seiten der ZSC Lions. Ein Spiel in einer stimmungsvollen Affäre und für die unter Ihnen, die später zugeschaltet haben, die Ausgangslage, die ist ganz einfach. Nach dem Rückspiel, das Team, das nach 60 Minuten als Sieger feststeht, das ist automatisch auch der Gewinner der European Champions Hockey League.
nur bei einem Unentschieden kommt zu einem Penaltyschießen. Egal wie hoch dieses Unentschieden ist, das Torverhältnis kommt nicht in die Wertung. Bastl, Austin. Guter Arbeit, bringt die Scheibe raus, hat den Zweikampf gewonnen. Man darf gespannt sein, ob die Russen jetzt nach Spielhälfte das Tempo erhöhen werden, aber sie werden effektvoll gestört. Wieder Jan Elsten, guter Schuss. Bastl hakt nach. Das haben sie nicht gerne, die Russen, wenn sie so bedrängt werden. Belousov lässt typisches Sowjet-Eishockey spielen. Viel Tempo, viel Scheibenbesitz. Wenn man dann in Scheibenbesitz ist, sehr oft Positionswechsel, um den Gegner zu verwirren. Und bisher sind sie nie wirklich dazu gekommen, in dieser Partie ihr Spiel aufzuziehen. Vor einer Woche gelang es ihnen immer mehr, je länger das Spiel dauerte. Bisher haben die Lions nach wie vor diesen eigentlich auf dem Papier übermächtigen Gegner ausgezeichnet im Griff. Seger. Ja, jetzt stören sie auch. Effizient, die Russen haben hier nachgesetzt und bleiben in Scheibenbesitz im Moment in der gegnerischen Zone. Listov gegen Schnieder im Zweikampf. Immer noch Listov an der Scheibe. Genau das, davon habe ich vorhin gesprochen. Dieses schnelle Kombinationsspiel, sehr oft Positionswechsel. Jetzt ist es mal gelungen, aber sie sind nicht bis vor das Tor von Sulander gekommen. Die Scheibe lief immer ums Tor rum. Kudrna, der Tscheche, versuchte den Rückpass, die Scheibe aber draußen. Jetzt müssen sie aufpassen, die Zürcher, dass sie hier nicht zu passiv werden. Dass sie hier nicht schwindlig spielen lassen, wie zum Beispiel Jan Marek hier. Marek, der Tscheche, sucht Kudrna. Varlamov, der Verteidiger, scheitert am Friedel. Eine Powerplay-artige Situation vorhin bei 5 gegen 5. Rolinek, Kudrna. Marek, der beste offensive Spieler vom Magnitogorsk. Kudrna. Marek gecheckt von Pittis. Und wieder Trudel, der die Scheibe rausspielen kann. Foul von Marek an Domenico Pittis. Ein Frustrationsfoul, das jetzt abgepfiffen wird. Da hat sich der Tscheche frustrieren lassen. Dürfte er nicht tun als Star seiner Mannschaft. Pittis hatte ihn bedrängt, hatte ihn zermürbt. Richtig gehend und dann rächt sich Jan Marek. Hier haben wir die Szene mit dem Revanche-Fall. Überzahl ZSC Lions für die nächsten 2 Minuten. Jan Marek, der beste Spieler offensiv im Team von Belousov. Und zwar sowohl in der Meisterschaft als auch in der Champions League der Topscorer. Blindbacher behält die Scheibe drinnen. Dann Scheibenverlust Zeina. Suchi. Gardner. Adi Wichser. Oh, gut geschossen. Kuriakov mit seinem Schoner dran. Und da hat der Schiri den Pöck unfreiwillig gestoppt. Blinder Pass. Und darum können die Russen befreien. Wäre sehr, sehr wichtig, jetzt einen zweiten Treffer nachzulegen für die ZSC Lions. Sieger. Trüdel.
Ja, das klappt nicht im Moment mit dem Powerplay bei den Lions. Man kommt nicht so in die Zone rein, dass man sich da sicher installieren kann. Versucht es immer wieder kanadisch mit dem weiten Pass hinter das Tor und hat dann die Scheibe nicht. Achtung, der Konter. Abgeblockt von Seger, der Schuss von Nikolai Zavaruchin. Wurde zwar gedraftet, 93 von New Jersey, hat aber nie in Nordamerika gespielt. Da noch einmal die Möglichkeit der Zürcher. Ja, also spannend ist dieses Spiel, 1:0. Noch 35 Sekunden jetzt Powerplay der Lions. Wichser. Klug gespielt diesmal zu Gardner via Bande. Seina, Wichser, jawohl, jetzt ist das Überzahlspiel installiert. Suchi, Wichser. Wichser und Tor! 2:0! Wie schon vor einer Woche, auswärts Torschütze, der Topscorer der Champions League mit seinem zweiten Tor in dieser Champions League. Ja gut, man kann den Treffer natürlich auch sehen, eben weil Roskuriakov fährt ab. Nein, ist nicht mehr dran, Seina. Roskuriakov schiebt ihn mit dem Schoner rein. Der Goalie hatte zwar den Schuss, wusste aber nicht, wo die Scheibe war. Aber er sieht nichts. Schauen Sie, schwierige Situation. Die Frage ist jetzt höchstens, wann kam Seina in die Zone rein? Die Schiedsrichter schauen sich das Video an. Ist es Torraum Offside oder nicht? Das ist die Frage. Wenn die Scheibe zuerst drin war, vor Seina, dann zählt das Tor. Wenn Seina vor der Scheibe im Torraum drin war, dann dürfen sie den Treffer nicht geben. Adi Wichser, das Tor zählt, jawohl, 2:0. Die finnischen Head-Schiedsrichter haben hier entschieden zugunsten der ZSC Lions. Und so wie ich das in Erinnerung habe, ist es auch die richtige Entscheidung. Also... Sie haben vermutlich sich angeschaut, ja, Wladimir Jursinow, der ehemalige Klotencoach, auch im Stadion. Sie haben sicherlich die Kickbewegung angeschaut, das war ganz klar nicht der Fall. Torraum Offside ist, glaube ich, bin mir jetzt nicht sicher, wie das Champions League-Reglement ausgelegt ist, ist nicht erlaubt, das zu überprüfen, aber eine Kickbewegung war es ja eh nicht. Spielt keine Rolle. Die Lions führen mit 2:0. Aber die Tschechen sind da und Sulander stoppt Marek. Big Save jetzt von Ari Sulander. Und die Zürcher aggressiv gegen die Tschechen. Nicht zum ersten Mal. Gegen die drei Tschechen in der ersten Formation von Metallurg Magnitogorsk. Seina wird jetzt zwar als offizieller Torschütze angegeben von den Offiziellen. Und Adrian Wichs also der Passgeber. Aber so wie es in der Innentorkamera ausgeschaut hatte, war Seina nicht unbedingt dran. Noch einmal die große Tat von Sulander gegen Jan Marek. Ja, ich habe mich noch einmal vergewissern lassen beim Schweizer Schiedsrichterchef. Es ist tatsächlich so. Also Tor am Offside durften sie nicht anschauen.
in der Wiederholung im Video die Schiedsrichter. Es ging hier also nur um die Kickbewegung und die war ja ganz klar nicht vorhanden. Darum auch der Entscheid der finnischen Head-Schiedsrichter zu 100% richtig, dieses Tor zu geben. Also damit haben wir das aufgeklärt. 2:0. Das Spiel dauert noch 25 Minuten. Also genau gleiche Dramaturgie wie vor einer Woche. Auch da führten ja die Lions nach zwei Dritteln noch mit 2:0. Hatten allerdings damals beide Treffer in dem ersten Drittel erzielt. Noch einmal die Szene hier. Ja, Kickbewegung ganz klar nicht. Der Böck springt auf bei Peter Sejner. Hat ihn wohl noch ein wenig abgelenkt. Also er der offizielle Torschütze, weil er ihn mit dem Knie berührt hatte. Darum also Adi Wichser nur Passgeber. Hat damit aber die Trophäe als bester Scorer in der Champions Hockey League gewonnen. Marek müsste jetzt 4 Scorerpunkte noch machen, der Tscheche, wenn er Adi Wichser noch überflügeln möchte in dieser Statistik des Topscorers der Champions Hockey League. Noch einmal Adi Wichser. Ja, auch Torraum auf Seite, denke ich, war es nicht. Das war so ziemlich gleichzeitig. Als die Scheibe reinkam, fuhr auch Sejner in den Torraum rein und der Jubel des ersten Torschützen der Lions. Line down. Adi Wichser jetzt 13 Scorerpunkte, 12 Assists und einen Treffer. Trüdel 11, Marek 10, das der Zwischenstand in der Scorerliste. Aber das ist nur ein Nebengeleise. Wichtig hier ist der Sieg in diesem Final, der Gewinn des Pokals. Und das sieht für die Lions sehr gut aus. 2:0 führen sie. Führen verdient mit 2:0. Elston mit der nächsten Möglichkeit. Kein Problem für die Fanghand. Dieser Schuss für die Fanghand von Ilya Proskuriakov. Es steht viel auf dem Spiel für die russische Mannschaft. Sie sind quasi der Titelverteidiger. Champions Hockey League, diese Form ist ja neu, aber sie haben den European Champions Cup gewonnen. Dieses Turnier, das an einem verlängerten Wochenende ausgetragen wurde in den letzten paar Jahren. Und sie könnten also den Pokal wiederholen. Sie gelten als Favoriten auch im eigenen Land. Der Druck ist groß. Und sie werden je länger, je verzweifelter werden. Das ist klar. Blaine Down mit dem Konter. Schuss. Abpraller wieder bei Down. Trüdel, Burbetrickli, Versuch nicht gelungen. Scheibe nicht berührt, unerlaubte Befreiungsschlag, Bulli vor Ari Sulander. Noch einmal Trüdel. In den Ecken unten, da ist der Start, der russische Goalie. Da hat er jeweils alles zu. Jean-Guy Trudel, Torschütze im Hinspiel. Und nach wie vor hervorragend die Unterstützung der Fans für die ZSC Lions. Sie hören selbst im Hintergrund. Der
Einmal wieder Scheibenbesitz, längere Zeit für Magnitogorsk in der Zone drin. Der Lions aber nicht im Slot, im heißen Eis vor dem Tor von Ari Sulander. Kein Foul von Zane, entscheiden die Schiedsrichter und Gardner spielt raus, damit die Linien gewechselt werden können. Aber die Russen waren schneller mit Wechseln. Blindenbacher, ja, das gibt Foul gegen Blindenbacher, nachdem er hier Dennis Klistoff zurückgehalten hatte. Also jetzt kurz vor der Pause nochmals eine heiße Szene. 38 Minuten 0-9 gespielt, 2 Minuten gegen Severin Blindenbacher. Für diesen Haken. René Fasel in der Mitte, seine Frau rechts Uli Maurer, der neue Schweizer Sportminister. Hatte ja nicht einen sehr weiten Anfahrtsweg aus dem Zürcher Oberland hier ans Spiel. Uli Maurer. Also heikel jetzt die Unterzahlsituation und es gibt gleich Bulli vor Sulander. Bulli gewonnen von Pittis und Trüdel, Scheibenbesitz, wertvolle Zeit, kann gewonnen werden. Matjuschow, der Captain, von Pittis gestört. Sehr effizient gestört, die Russen müssen noch einmal hinten beginnen. Pittis wieder erfolgreich, diesmal gegen Marek. Noch einmal Marek und Pittis zum dritten dazwischen. Rolinet, Kudrna, knapp daneben, oh, der Nachsetzer von Rolinek. Sieger. Tuschow, Strafe gegen die Lions ist angezeigt, zweite Strafe. Es gibt jetzt bis zur Pause eine Situation mit 5 Russen gegen 3 Zürcher. Und jetzt wird es doppelt schwierig nach dieser Strafe gegen Matthias Seger. Das Publikum hat es erst jetzt gemerkt. Noch einmal die Szene mit Rolinek. Klare Sache. Darf er nicht mit dem Stock so einhängen. Also Blindenbacher und Seger, die beiden Nationalverteidiger draußen. 5 gegen 3 während 1 Minute und 12 Sekunden. Bulli gewinnt. Varlamov. Marek. Varlamov, Schuss, Parade von Sulander. Scheibe draußen. 40 Sekunden noch bis zur Pause. Und sie bleiben fast alle auf dem Eis. Der erste Block von Magnitogorsk. Schnieder. Schnieder, Suchi, Gardner, die 3 Zürcher im Moment gegen die 5 Russen. Irjukov neu gekommen anstelle von Varlamov mit der 48. Irjukov hier wieder an der Scheibe, der Captain mit dem Schuss neben das Tor. Vitali Atyushov. Noch 5 Sekunden, noch einmal der Schuss, geblockt von Gardner. Und das Drittel ist zu Ende, die Lions bringen diesen 2-0 Vorsprung zumindest mal in die erste Pause. Aber noch 10 Sekunden, doppelte Überzahl dann nach der Pause. Für die Russen, bevor dann Blindenbacher zurückkommen kann. 59 Sekunden muss Seger noch draußen bleiben. Die Lions also haben ihren Vorsprung ausgebaut. 1-0 durch Down im ersten Drittel und der Treffer durch Peter Zeina im zweiten Drittel zum 2-0 in der 35. Minute nach der wichtigen Vorarbeit von ihm, von Adrian Wichser. Und nach wie vor machen die Lions fast alles richtig, dominieren ihren Gegner. Bisher gleich das Rückspiel dem Hinspiel und hoffen wir, dass sie jetzt den Vorsprung dann im letzten Drittel besser über die Runden bringen werden
als vor einer Woche. Adrian Wichser steht bei Dani Bolliger bereit zum Interview. Adi Wichser, Sie sind noch beim Schiedsrichter gewesen. Was haben Sie diskutiert? Ja, der Such hat noch einen zweiten Assist. Und, es ist schon am Ende Drittel, kann man das noch sagen. Sie sind der entscheidende oder eine entscheidende Figur gewesen beim zweiten wichtigen Goal von der ZSC Lions. Wie haben Sie das gesehen? Ja, wir haben endlich noch ein bisschen Zeit im Drittel im Powerplay. Sie machen extrem guten Druck im Boxplay. Und, ja, und dann haben wir können, ja, den Schuss, der ist, und Druck aufs Goal. Und ja, dann geht es hin. Das Resultat kennen Sie ja nach zwei Drittel. Was machen Sie jetzt, dass das Schlussresultat nicht das gleiche ist? Ja, nicht zu viel daran denken. Wir müssen einfach weiterspielen. Ja, nicht zurückstehen, sondern weiter Druck machen vorne. Und ja, den Russen so wenig wie möglich rumgehen. Ja, der Adrian Wichser, ob er das 2-0 jetzt geschossen hat oder dazu assistiert hat, das wird ihm egal sein, wenn das Resultat auch nach 60 Minuten zugunsten der ZSC Lions ist. Ich möchte das aufnehmen, Ralf Krüger, was Adrian Wichser gesagt hat. Die Russen machen gut Druck im Boxplay. Wir haben hier den gleichen Druck im Studio. Das Powerplay war nicht ganz so bestechend von den Lions wie auch schon in der Champions Hockey League. Nein, sie brauchten wirklich viel Zeit, bis sie Kontrolle bekamen in die offensive Zone. Und kaum bekamen sie diese Kontrolle und haben es ausgenutzt. Und sie bleiben ihre Prozente treu. In drei Gelegenheiten, ein Tor zu schießen, haben sie heute wieder geschafft. Und es war aber lange, harte Arbeit, bis die Russen wirklich im Box mal kaputt waren. Und Adi hat so viel Ruhe gezeigt da, hat wirklich mitten in diese Querbewegung Chaos reingebracht. Senja ist gut zum Tor gefahren und ein schön ausgeschiebtes Tor nach vielen Minuten eigentlich in Überzahl. Und gleich haben wir noch ein bisschen schwitzen, weil ja, die Schiedsrichter sie sich ja das Goal dann noch anschauen. Wir wollen uns die Szene auch noch mal ganz genau anschauen, das 2-0. Ja, es beginnt natürlich hier mit einem guten Break-In. Also sie kommen rein in Kontrolle. Adi spielt die Scheibe wieder rüber zu Gardner. Gardner Senja, die Scheibe läuft gut, sie holen sich Raum. Und hier sieht man eigentlich ungefähr der sechste, siebte Pass. Kommt Adi mit dieser Querbewegung, bringt er den ganzen Box durcheinander. Senja zum Tor, Gardner zum Tor. Dieser ganze Druck konnte der Torhüter nicht mehr seine Position halten. Er wird auch leicht gestört hier von Senja, sehen wir, dass er wirklich von hinten noch reingefahren wird. Vielleicht deswegen auch sagt der Schiedsrichter nichts dagegen. Ich kann mich schnell unterbrechen, wenn ja, wir hier hin und her fahren. Der Schiedsrichter kann ja nicht anschauen, ob um Offside oder nicht. Nein, das darf er nicht anschauen. Und was er vielleicht hier denkt, ist, dass der Verteidiger Nummer 5 von den Russen sehen ja doch in den Torraum hineingeschubst hat. Sonst wäre hier Fragezeichen, weil Senja fährt sogar mit dem Schoner gegen Schoner vom Torhüter, das fordert die Scheibe ins Tor. Mhm. Aber und ja, der Rechtsfuß ist vielleicht ein Mühe. Aus russischer Sicht gesehen wäre er auch ein Mühe vor dem Böck im Torraum gewesen. Aber aus Zürcher Sicht ist klar, das Goal, es hat ja letztlich auch gezählt. Ja, das ist eigentlich das Entscheidende. Das ist entscheidend. Ich meine, es sind Millimeter-Entscheidungen da. Der Schiedsrichter muss spüren, was er sieht betreffend Torraumabseits. Er darf nicht zum Video gehen und sagen, Fuß war drin oder nicht. Mhm. Er hat nur überprüft, ob Senja mit dem Fuß noch dran war. Er war ganz klar nicht dran. Und für mich ist das ein Tor, das oft gegeben werden könnte, weil gerade auch der russische Verteidiger Senja von hinten hineinstoßt. Vielleicht noch zum Mentalen beim Powerplay. Es kann ja auch ein Moment sein, wo man mal kann wie durchschnaufen und denken, ja, jetzt sind wir mal 2 Minuten mit einem Mal mehr auf dem Eis und kann ein bisschen ausruhen, aber das liegt genau nicht drin. Nein, das hat man auch ein bisschen gespürt da beim ersten Powerplay da, dass die Zürcher wirklich ein wenig dachten, okay, jetzt haben wir Zeit und Raum und haben nicht diese gleiche Arbeit oder Engagement gehabt wie wirklich bei 5 gegen 5. Und dann beim Tor sieht man mehr Einsatz, schnellere Scheibenbewegung, höhere Intensität und kaum war wieder das alte ZSC Powerplay da. Und im Moment wirklich eine entscheidende Situation, wenn man sieht, dass sie im Unterzahl immer noch bei 100% sind, also 0 Gegentore, im Powerplay dieses eine Tor geschossen haben und jetzt
eine Traumausgangsposition sich erarbeitet haben. Ja, und die Verständigung, die stimmt auf der Zürcher Bank. Wir haben im ersten Drittel davon geredet, dass man nicht wartet, bis in die Pause, um etwas zu diskutieren. Wir haben hier ein Beispiel zwischen Peter Sagan und Ryan Gardner. Es wird sofort über etwas geredet. Ja, ich finde die ganze Bankszene hier, ob man den Fokus von Sagan und Gardner sieht, sie diskutieren nicht, wo sie nach dem Spiel weggehen. Sie diskutieren, was los ist auf dem Eis. Man sieht den Fokus, auch Monet davor, wirklich fokussiert Richtung Spielfeld. Diese Körpersprache, diese ganze Dynamik auf die Spielerbank, die man nicht oder selten sieht, ist wirklich auch ein Zeichen. Die ZSC Lions haben von Anfang an die Champions Hockey League ernst genommen. Vom ersten Spiel oben in Linköping, oben in Schweden bis heute, man spürte nie irgendeine fehlende Konzentration. Der Fokus war immer im richtigen Ort. Ein Kompliment an die Coaches, an die Mannschaft, wie sie hier im Spiel immer drin blieben. Die Spieler setzen die Zeichen mit der Körpersprache an der Bande. Der Ari Sulander, der setzt Zeichen mit seiner Arbeit auf dem Eis. Man muss wirklich sagen, er ist auch heute wieder absolut souverän. Ja, hier der erste Schuss, Sulander. Der zweite nimmt Blindenbacher den Nachschuss weg. Hier wiederum Schnieder direkt da zum Schützen. Aber Sulander so ruhig. Und wirklich ausgezeichnete Position hier beim 2 gegen 1. Ist er nicht zu früh runtergegangen, er ist gut mit die Scheibe mitgegangen. Sieht einfach aus, was Sulander da macht, muss man sagen. Ist es aber definitiv nicht. Ja, definitiv nicht. Also die Torchancen im Moment, große Torchancen, sind 7-7. Und Sulander ist wiederum ein großer Unterschied hier. Die Zürich konnte, ihre Effizienz ist höher. Sulander mit seiner Ruhe, mit seiner Position im Moment wirklich der Unterschied. Und er hat ja eigentlich gesagt, er sei auch ein bisschen nervös, aber ein bisschen Nervosität gehöre dazu, sonst sei man nicht parat. Ja, ich finde das ein sehr guter Zitat. Also es ist so, dass Routine ist eine Sache, aber irgendwas ein bisschen, man hat keine Ängste mehr. Mhm. Mit dieser Erfahrung, mit dieser Ruhe, mit 40 Jahren alt, so viele große Spiele schon gespielt, hat er keine Ängste, aber eine gesunde Nervosität zeigt auch, dass man es sehr ernst nimmt. Und eine gewisse Spannung braucht man, um gut auszuführen in solche Big Games. Und das macht Sulander wieder heute. Das macht er sehr gut und man darf auch sagen, er wird souverän unterstützt von seinen Vorderen. Leute in dem zweiten Drittel. Also da geht wirklich jeder hingehen aushelfen. Also wir könnten so viele Szenen zeigen. Wir haben hier eine genommen. Schau mal, wie die roten Stürmer zurückkommen. Es war eine Kontersituation vorne. Alston, einige Stürmer, die nicht so in die Liga so backchecken würden, kommen zurück in die gefährliche Zone. Diesen Raum und die Russen kommen nicht. Hier sehen wir wirklich 5 rote Trikots auf die defensive Seite. Das heißt, zwischen Sulander und dem Gegner. Das ist die defensive Seite. Haben wir gesehen, vorne eine Chance, hinten alle zurück und wieder in die Vorwärtsbewegung, sehr schnell unterwegs. Und das viele fragen, warum führt Zürich hier 2-0 gegen Magnitogorsk, die beste Mannschaft der letzten Jahrzehnte. Und hauptsächlich ist es dieses Team-Defense. Ich kann es nicht genug sagen, alle arbeiten zurück, alle arbeiten ohne Scheibe. Das ist Lehrbuch-Eishockey für junge Coaches, für junge Mannschaften, für alle Mannschaften, wie man eigentlich als Team auftreten muss im Eishockey, um zu gewinnen. Und es zeigt eigentlich auch, dass man Stürmer, ich sage jetzt mal, keinen Zack aus der Krone, wenn er das macht, wo der Jan Nelson, der hier souverän zurückgekommen ist, aushelfen konnte, hat in der nächsten Szene schon wieder eine gute Offensivchance gehabt. Ganz genau, hier neutrale Zone, fängt wirklich Alston hier mit defensiver Position die Chance, bringt einen sehr gefährlichen platzierten Schuss, benutzt den Verteidiger ein wenig als Screen, nennen wir. Das heißt, ein guter Stürmer nimmt oft, dass der Verteidiger zwischen ihm und dem Torhüter ist. Der Torhüter sieht spät diese Scheibe und kommt gerade noch mit dem Fuß dran. Und wie gesagt, Alston ist ein Beispiel hier in diesen zwei Szenen. Man arbeitet in beide Richtungen. Man arbeitet zurück, so hart wie man kann. Man schützt Sulander, man hilft ihm. Er muss die ersten Saves machen. Aber nach vorne zeigt man weiter Aggressivität und Mut. Und so muss man es durchziehen bis zum großen Titel. Eine Schlüsselszene haben wir vielleicht ganz zum Schluss von dem zweiten Drittel noch gesehen. Ja. 5-3 für Magnitogorsk. Eine Minute davon ist überstanden. Die drei Zürcher haben sich gut gewehrt. Ja, sie bewegen sich einfach sehr stark hier. Immer in die Bahnen, in die Passbahnen nehmen sie weg. Sehr schnell auch in die Schussbahnen. Wir sehen immer wieder, wie Gardner und Schnieder hier hin und her in die Schussbahnen kommen. Die Russen kommen... Die Scheibe spielen die Russen eigentlich hier nicht schnell genug. Dadurch können die immer wieder, auch Gardner kommt hier wieder in den Schuss hinein.
also eine Minute lang und keine gute Torchance. Und das war eine absolute Schlüsselsituation im Spiel, wo die Russen hätten wirklich einiges an Energie noch zurückgewinnen können. Jetzt gibt es nur noch ein paar Sekunden, 5-3, nochmal 5-4 hier für eine knappe Minute. Also wenn Zürich diese Szene wirklich gut übersteht, haben sie ein starkes Fundament für den Sieg. Das ist sicher ganz, ganz wichtig gewesen für die Moral. Die Mannschaft hat also auch im zweiten Drittel ihre Arbeit gut erledigt. Und wir haben es im ersten Drittel gesagt, damit das Team erfolgreich sein kann, müssen alle Mosaiksteinchen passen. Auch die Mosaiksteinchen, die nicht auf dem Eis sind. Und so ein Steinchen ist der Urs Seeliger. Er kennt, glaube ich, alle Bedürfnisse der Hockeyspieler. Ja, der Urs Seeliger hat alle Reisen organisiert für die ZSC Lions bei dieser Champions Hockey League. Im Moment betreuen sie sogar beide Teams. Gibt es da Unterschiede im Umgang mit den Hockeyspielern aus der Schweiz oder aus Russland? Ja, ist natürlich von dem her, dass mit den Lions einfach viel Planung vorausgegangen ist und durch das alles sehr geregelt, sehr im Plan abläuft. Und bei den Russen ist es jetzt seit gestern eigentlich mehr Ad-hoc-Planung und Improvisieren. Was vorher gesagt, sie haben alle Reisen organisiert, weil es ist die schwierigste gewesen. Es war ganz klar letzte Woche Magnitogorsk, weil es einfach für alle zusammen ein Neuland war und ein Unbekannte. Also, wo der Swiss und der Airline angefangen bis zu uns und dem Team, allem. Ich kann mir vorstellen, wenn man so viel mit den Hockeyspielern unterwegs ist, dann gibt es das eine oder andere Geschichte, Anekdote, haben Sie da eins? Ja, das, was am meisten geblieben ist, war natürlich schon das Helsinki, wo ich mit Matthias Seeger zusammen zurück ins Flugzeug gerampt und seinen Pass suchen. Das war eine lustige Sache. Vor allem nachher versuchen, ihn ohne Pass durch die Grenze durchzubringen. Sie haben ihn dann nicht gefunden. Wie ist es dann weitergegangen? Ja, es hat ein Formularkrieg gegeben, aber ich bin dann Viertelstunde später mit dem Taxi im Team hinterhergefahren mit Matthias. Wie ist er denn zu dem Pass wiedergekommen? Ja, wir haben ihn gefunden, einfach irgendwo. Auf dem Fundbüro haben sie ihn wieder gehabt. Also irgendwie haben wir in der Aufregung im Flieger zu wenig genau gesucht. Jetzt gibt es auch Unterschiede natürlich zwischen den Fußballern und Eishockey. Sie machen auch Reisen mit anderen. Können Sie dazu etwas sagen? Ja, die Eishockeyaner sind bodenständiger als Fußballer, definitiv. Die packen einmal an, tragen ihr Zeug selber oder helfen mit am Wagenstossen. Also, macht unheimlich Spass mit den Eishockeyaner. Danke vielmals. Ja, der Urs Seeliger sorgt also dafür, dass es auch Magnitogorsk hier in der Schweiz gut geht. Nicht nur der ZSC Lions. Und man kann sagen, Magnitogorsk ist nicht immer sehr gut behandelt worden hier in der Schweiz. Wie unser Blick ins Archiv zeigt, nämlich 2004 beim Spengler Cup Davos, hat der Jan Billeter einen Blick in die russische Garderobe werfen. Das ist alles andere als neu und heimelig, obwohl viel Holz rum ist. Aber es ist eigentlich schon ziemlich schimmelig und schäbig da. Da hat sich der Watschka Dürst umgezogen, wahrscheinlich noch in dieser Garderobe. Wie man sieht, hat es da wirklich Spuren gegeben in all diesen Jahren. Hockeymeisterschaft und Spengler Cup. Und die Dusche, das ist eigentlich das wahre Highlight von dieser Garderobe. Wenn wir mal schauen, wie es hier aussieht. Also gerade irgendwie wie ein römisches Bad sieht es auch nicht aus, obwohl es wahrscheinlich etwa gleich alt ist. Dusche, wirklich ein Highlight. Zwei Brausen gerade mal an der Decke. An dieser Decke, ja, wo man wirklich sieht, dass es nicht gerade die neueste ist. Metallurg Magnitogorsk, eine Mannschaft auch mit sehr vielen NHL-Spielern, zieht sich also um in dieser Garderobe. Also keine Angst, es ist nicht nur gerade der rum, es gibt wenigstens noch einen zweiten. Das hier ist Moskito-Garderobe und dann ist Mini-Garderobe von den HCD Junioren. Und die steht Magnitogorsk und dem ganzen Team zur Verfügung. Sie sind sich natürlich von daheim auch besser gewöhnt. Aber während dieser Spengler-Cup-Zeit müssen sie das halt in Kauf nehmen. Aber nächstes Jahr wird die ganze Tribüne inklusive Garderobe saniert. Und dann hat es wirklich wieder Spengler-Cup-Qualität. Ja, und dann ein Jahr später, 2005, hat Magnitogorsk den Spengler-Cup dann auch gewonnen. Jetzt haben sie sicher zu Rapperswil eine gute Garderobe. Wir hoffen aber trotzdem, dass alle Vorteile auf Seite der Zürcher liegen. Das Drittel Nummer 3 geht los. Euer Kommentator ist der Glodiaki. Ja, bringen die ZSC Lions den Vorsprung diesmal über die Runden oder können sie ihn ausbauen? Vielleicht durch einen Konter, das ist die Frage. Aber zuerst gilt es noch, die Unterzahl zu überstehen aus Sicht der Lions. 10 Sekunden lang läuft noch die Strafe gegen Severin Blindenbacher, diejenige gegen Matthias Seeger, 59 Sekunden. Es beginnt also mit 5 russischen Feldspielern gegen 3 Zürcher für 10 Sekunden. Da Blindenbacher links, Seeger rechts auf der Strafbank.
20 Minuten trennen die Zürcher vom größten Erfolg einer Schweizer Clubmannschaft auf internationalem Niveau. Und Pettis verliert dieses erste Bulli. Rolinek, abgewehrt von Sulander. Lindenbacher ist schon bereit und jetzt wieder im Spiel. Nur noch 5 Russen gegen 4 Zürcher. Feldspieler jetzt noch für 40 Sekunden. Atyushov, der Captain mit der Scheibe. Marek. Gudenau Marek. Rolinek ist frei, der dritte Tscheche in dieser ersten Sturmformation der Russen. Und Atyushov mit dem Fehler. Trüdel kann befreien. Nur noch 20 Sekunden Überzahl jetzt für die Russen. Ganz gut gelöst von den Lions hier in Unterzahl. Und wieder an der blauen Linie schon gestört, aber jetzt der freie Mann und gute Arbeit von Ryan Garner hier im defensiven Bereich. Hat zugemacht, weil Sulander noch auf der anderen Seite war. Jetzt wieder 5 gegen 5. Wieder Ryan Garner. Und Gardner bringt die Scheibe raus. Gardner kann mit Seger in den Konter. Seger von der Strafbank gekommen. Backhand übers Tor. Ja, innerhalb von nur wenigen Stunden war das Spiel ausverkauft. 6.100 Zuschauer ins Hallenstadion würden ja 4.500 mehr reingehen und die zwei Champions League Spiele, die man in Rapperswil-Union austragen musste aus Sicht der ZSC Lions, die haben zu Mindereinnahmen von zwischen 800.000 und 900.000 Franken geführt. Aber Achtung, jetzt wieder Chance! Vielleicht ein Dribbling zu viel von Bastl. Elston aber noch einmal zu Bastl und wieder kommt die Scheibe in der Mitte nicht an beim Mitspieler. Die Russen werden jetzt bei ihrer Aufholjagd, die zweifellos kommen wird, viele Risiken eingehen müssen. Und das wird Raum geben für Zürcher Konter. Jetzt wird auch entscheidend sein, nicht nur wie man defensiv steht, auch wie man die sich bietenden Chancen ausnutzen wird. Ersten. Sind bereits sehr große Risiken einzugehen, die Russen. Und jetzt auch wieder so ein Risiko. Hört nur bis zu Trüdel. Wieder Trüdel und Zuki mit hervorragender Defensivarbeit. Down versucht er hier zu gehen. Kam nicht durch. Kudenau bleibt an Pettis hängen. Immer wenn einer ausgespielt ist, der Zürcher, kommt schon der Nächste. Bleiben aufsässig. Kudenau, extrem viel Eiszeit für die erste Linie von Metallurg Magnitogorsk für die drei tschechischen Stürmer mit den beiden russischen Verteidigern. Jan Marek gegen Petr Sejna. Kudenau, Rolinek bleibt hängen. Gehring, der Verteidiger, spielt die Scheibe tief, damit alle auswechseln können. Und schon wieder ist Schluss an der gegnerischen blauen Linie für die russische Offensive. Also die Maschine, die Offensivmaschine von Magnitogorsk kommt nach wie vor nicht in Fahrt. Weil es der Gegner verhindert. Lindenbacher, Bastl und wieder haben sie den Puck weggespielt. Kulin. Spielt auch schon 2 Jahre in Deutschland, in der DL, der Mann mit der 26. Rolinek!
Eine gibt es auch für die Talentierten, die technisch hochstehenden Russen kein Durchkommen. Wenn sie es im Kollektiv nicht schaffen, dann ist Ende. Dann bleiben sie im Defensivnetz der Zürcher hängen. Und schon sind fast 5 Minuten vorbei. Und schon wieder kommt der erste Block von Magnitogorsk aufseits. Scheibe berührt, kein Offside, kein Icing, darum spielt Zulander weiter. Gehring, Trudel, diesmal ist Icing und das gibt Bulli vor Ari Zulander. Patrick Gehring, einer der Jungen bei den Lions, erstaunlich, wie er auf diesem Niveau spielt. Artuschow, der Captain, ein erfahrener Mann und ja, Valery Belousov, der Coach vom Magnitogorsk. Hat nach wie vor das Rezept nicht gefunden, um den Defensivriegel der Lions zu knacken. Obschon, die Russen haben zugelegt, etwa seit Spielhälfte. Haben mehr Scheibenbesitz, haben mehr offensive Szenen, aber so wirklich gefährlich wie jetzt nur ganz selten bei Ari Zulander. Platonov. Auch wieder gebremst von Suki. Fittis. Platonov, Zulander. Ari Zulander, Weltmeister 1995. Schon fast 14 Jahre ist das hier. Immer noch auf Weltklasse-Niveau. Ist ein absolut sicherer Wert im Vergleich um das beste Team von Europa. Wieder Icing, der Zürcher. Peter Seiner. Und die Fans sind die erhoffte Unterstützung für die Lions. Eine sehr gute Stimmung hier in der Rapperswiler Eishalle, die insofern den Vorteil besitzt, dass die Fans hier viel näher am Geschehen sind als im heimischen Hallenstadion. Ratonov. Schelling. Kich mit dem Schuss, Ari Zulander nach wie vor bestechend sicher und die Zürcher machen alles richtig, schützen ihren Torhüter vorbildlich. Der nötigen Portion Aggressivität nicht übertrieben, um keine Strafen zu kassieren und das machen sie wirklich gut. Die Welle wird bereits zelebriert. Gegen zwei, keine Chance. Und wieder ungenaues Zuspiel bei den Russen, weil der Druck der Zürcher enorm war im Vorchecking. Osten. Blenker gefährlich, den sah er nicht kommen und wieder hat er in Zulander und kann noch rausspielen. Es gibt Icing, Bastl musste da befreien, damit gewechselt werden kann. Marc Bastl, der Bruder des Tennisspielers Josh Bastl. Es ist wirklich das Kollektiv, das den Unterschied ausmacht, dass die Zürcher auch gegen diese auf dem Papier scheinbar übermächtige Mannschaft mithalten lässt und sie dominieren lässt. Pettis gegen Rolinek beim Bulli. Pettis gewinnt. Lindenbacher. Achtung, Backhand.
Und jetzt versucht hier Rolinek wieder in Sulander reinzufahren, wurde ein wenig geschubst und das führt sofort wieder zu Emotionen. Tomasz Rolinek, 43 Sekunden vor Schluss hatte er im Hinspiel den Ausgleich erzielt. Schuss daneben von Marek. Rolinek verliert die Scheibe, jetzt kommt die Gelegenheit. Trüdel in den Fanghandschuh von Ilya Proskuriakov, der jetzt schon lange nichts mehr zu tun hatte, der 22-jährige Aufsteiger der Saison. Aber Bulli vor dem russischen Tor. Gibt Strafe gegen die Russen nach diesem Foul an Matthias Seger. Dafür wirft er die Hände. Stanislav Chistov. Neu wieder in Russland, auf diese Saison hin zurückgekehrt aus der NHL. Spielte bei Anaheim und zuletzt bei Boston, war auch Teamkollege von Martin Gerber. 217 Mal hat er in der NHL gespielt und wird also jetzt rausgeschickt. Die Lions haben Überzahl für die nächsten zwei Minuten. Oder bis ein Tor für die Lions fallen sollte. Break versucht, abgewehrt von Sulander. Lichser. Suchi zu Gardner. Gardner mit viel Durchsetzungsvermögen, aber gegen drei war er eben einmal auf verlorenem Posten. Es kann nicht das Ziel sein, jetzt dieses Powerplays nur die Zeit verstreichen zu lassen. Der dritte Treffer wäre enorm wichtig. Pittis setzt sich durch, gewinnt Raum. Rüber gespielt zu Alston an die blaue Linie. Alston, Trüdel, Pittis, Trüdel. Vor dem Tor ist Mone. Und Seger zu Alston. Ach, schade. Seger. Nochmal Seger. Alston. Die Russen stehen gut hier in Unterzahl, ganz klar. Mone. Alston. Mone. Ach, ungenau. Pittis, Seger. Schießt und Tor! 3:0! Matthias Seger! Möglicherweise noch leicht abgelenkt. Ist das die Entscheidung? 11 Minuten vor Schluss. 3:0 für die Lions. Der Pass von Pittis. Nein, nicht abgelenkt. Haargenau hat dieser Schuss gepasst. Und Proskuriakov hat nichts gesehen. Zwei standen ihm vor der Sicht. Kam er nicht mehr ran mit seinem Schoner. Matthias Seger, der Captain, schießt das möglicherweise entscheidende Tor in dieser Partie. Im Powerplay. Sie sind jetzt ganz neu dran an dieser Sensation, die Zürcher. Sie werden noch mehr Konterchancen bekommen, das ist klar. Und es ist eine Sensation, wenn die Lions das Spiel gewinnen sollten. Es ist jetzt schon eine Sensation, wie sie die Russen dominieren, wie gut sie spielen, wie kompakt. Ein Russe getroffen worden, liegt am Boden. Ab
nicht gesehen. Da unten links. Ja, Zusammenstoß mit dem eigenen, mit Marek. Yevgeny Varlamov ist es, der Verteidiger mit der 36. Liegt immer noch benommen auf dem Eis. Versucht er aufzustehen und ist gleich wieder umgekippt. Völlig groggy, K.O. Der 32-jährige Yevgeny Varlamov. Verteidiger der ersten Linie. Der Büster, der Arzt der Lions, ist bei ihm rechts kurz im Bild. Und nochmals der Treffer von Matthias Seeger. Und die Freude auf den Rängen und beim Torschuss. Ist schon wieder auf dem Eis, Matthias Seeger. Zehn Minuten und 32 Sekunden dauert das Spiel noch. Wenn es beim Sieg bleibt, der Zürcher, dann haben sie den Final gewonnen. Falls die Russen, was wir nicht hoffen, noch ausgleichen könnten, würde es zum Penaltyschießen kommen. Schuss Petr Sejna. Mitgereisten Metallurg-Fans versuchen, ihre Mannschaft anzufeuern, aber die steckt in ziemlich großen Schwierigkeiten gegen den vermeintlichen Underdog. Und Elstern, 4:0, Jan Elstern! Der knapp 40-jährige Elstern auch noch mit seinem Treffer. 40 Minuten 51 gespielt. Sean Simpson mahnt natürlich jetzt an die Konzentration noch einmal. Zuerst der Schuss, der Abpraller, der Schuss kam von Gehring. Dann noch der entscheidende Pass. Neben dem Goal, ich glaube, es war Monne. Jan Elsten, der Torschütze, auf Zuspiel von Thibaut Monnet, ein frankophoner Treffer also bei den Lions. Der Roman zum Franco-Kanadier. Jan Elsten ja perfekt zweisprachig, Englisch, Französisch. Seine Frau auch eine Belge. Und jetzt kann nur noch das berühmte Eishockey-Wunder die Russen retten. Denn die Lions drücken weiter. Die Russen sind stehend K.O. Wenn die Lions das Spiel gewinnen, ist es ein Eishockey-Wunder, weil sie gegen den haushohen Favoriten dann gewonnen haben. Und wenn die Russen das Spiel noch drehen könnten, wäre es eben auch ein Eishockey-Wunder. 4 Treffer Rückstand, nur noch 9,5 Minuten zu spielen. Und die Lions nützen die Konsterniertheit bei den Russen aus. Machen Druck, versuchen die Scheibe vom eigenen Tor fernzuhalten. Sieger. Ist natürlich jetzt mental gar nicht einfach. Man spürt als Spieler, dass man hier sehr nahe dran ist. Da beginnt Vorfreude ganz sicherlich aufzukeimen und die muss man jetzt verdrängen. Muss konzentriert weiter spielen. Und die Fans treiben die Lions vorwärts. Feiern sie auch schon. Keine Strafe nehmen, das ist auch wichtig. Wieder ein Konter mit Monne und Bastl. Monne Schuss, Bastl kommt nicht mehr an den Abpraller. Wird noch von Vladislav Bulin entscheidend gestört. Eine weitere gute Möglichkeit für die Lions. Und gleich wieder Chance, Schusschance für Patrick Gehring. Bastl.
Achtung, kein Handschuh und kein Stock beim Torhüter. Aber einen Handschuh hat er noch, den Fanghandschuh, und mit dem hat er die Situation im Check. Hat Stockhandschuh und Stock verloren, Ilya Proskuriakov. Aber der Schuss kam auf die falsche Seite. Ja, doch, er kam auf die richtige Seite. Mit der Schulter hat er hier mirakulös noch blockiert. Eieiei, hat der Mann Nerven, und er ist 22-jährig. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn er den Schuss an die Hand kassiert hätte. An ihm lag's nicht. Am Aufsteiger der Saison im Team von Magnitagos. Körperlich, kämpferisch, in Sachen Disziplin, taktisch, in all diesen Belangen waren die Lions besser als der vermeintliche, übermächtige Gegner aus der Eishockey-Großmacht Russland. Wir wollen es nicht vergessen, die Russen sind Weltmeister. Sie haben die Schweizer im Viertelfinale an der letzten WM deutlich geschlagen. Sie haben das Heimteam geschlagen, die Kanadier im Finale. Sie haben die teuerste Liga außerhalb der NHL mit den besten Spielern. Und ein Schweizer Team ist drauf und dran, den Final gegen das russische Team, gegen die großen Favoriten zu gewinnen und beste Clubmannschaft Europas zu werden. Und dann wären dann die Schweizer in zwei Punkten Nummer 1 in Europa. Spielerisch mit der besten Mannschaft und auch in Sachen Publikum. Denn der SC Bern hat ja den größten Zuschaueranhang in ganz Europa. Acht Minuten trennen die Lions jetzt noch vom großen Coup. Schuss ging dem Schiedsrichter an den Schlittschuh. Und auch hier die Lions wach auf den Rebound. Blindenbacher war zur Stelle. 1-1. Moni gegen den Verteidiger. Bastl kommt zu Hilfe. Bastl schießt in den Fanghandschuh von Ilya Proskuriakov. Dibemone der Walliser mit dem Zuspiel vorhin für Jan Elsten. Den 14-0. Die Lions, die effizienteste Mannschaft in Sachen Torchancenverwertung in der ganzen Champions League. Die Mannschaft mit dem Topscorer, Adi Wichser. Die Mannschaft mit dem besten Torschützen, mit Ryan Gardner. Die Mannschaft mit dem produktivsten Verteidiger, Matthias Seger. Die Statistiken zeigen, es ist nicht Zufall, dass die Lions hier kurz vor dem Gewinn der ersten Ausgabe der neu geschaffenen Champions Hockey League stehen. Hühnerhautstimmung hier in der Arena. Pittis gewinnt das Bulli. Trudel. Down. Ich glaube, die Russen sind am Boden. Frustration überwiegt. Spielen im Moment nur noch die Zürcher seit dem vierten Treffen. Ja, und das gibt gegen Rolinek die Strafe. Pittis versuchte da noch zu rächen. Rolinek einmal mehr, schon zum zweiten Mal in diesem Game, hat er die Nerven verloren. Völlig unnötig dieses Halten gegen Jean-Guy Trudel. Tomasz Rolinek wieder auf der Strafe. 7 Minuten vor Schluss und das war's dann wohl. Die Zürcher die nächsten 2 Minuten mit 5-4. Duchy. Nächster. Gardner holt die Scheibe zurück. Seina. Seina sucht Gardner, dann Wichser. Suchi kann die Scheibe in der Zone halten.
Jetzt ist sie weg. Sulander. Wichser. Adrian Wichser. Die Halle steht. Standing Ovation für die Lions bei diesem Powerplay. Scheibe ging raus. Gibt wieder Bulli vor dem russischen Tor. Schaut sich an, was auf den Rängen abgeht, Alexei Krupov. Meisterfeierstimmung für einmal schon im Januar und nicht erst am Ende der Playoffs. Schuss Mone, Proskuriakov. Der Beste seines Teams, der junge Goli. Es ist ja so, dass in Russland die Goli-Talente nicht sehr breit gestreut sind. Viele Teams vertrauen auf ausländische Torhüter. Und man hat schon aufgejubelt in Russland, als da einmal wieder einer gekommen ist, ein Junge, ein Riesentalent. Und man sagt ihm auch eine ganz große Zukunft voraus, Ilya Proskuriakov. Sechs Minuten. Lions immer noch in Überzahl mit Pittis und Seger. Offside, da war Mone vermutlich zu früh in der Zone drin. Ja, 6100 feiern hier im Exil in Rapperswil-Jona und weitere. An die 2000 Fans dürften im Zelt hinter dem Hallenstadion sein, wo der Club eine Großleinwand installiert hat und wo, wenn die Lions hier gewinnen, dann später in der Nacht sicher noch einmal ein zweiter Teil der Party steigen wird. Und die Zürcher Polizeidirektorin hat ja angekündigt, wenn die Lions europäischer Meister werden, dann gibt es in den Weizen von Zürich eine Freie. Adrian Wichser, das Powerplay jetzt noch 15 Sekunden für die Zürcher. Knapp daneben, Lindenbacher, Zeina. Die Strafe ist abgelaufen. Es wird ein Bulli geben vor dem russischen Tor und das Spiel dauert nur noch 5 Minuten. 4 Tore in 5 Minuten, theoretisch machbar, aber so wie die Russen hier K.O. sind, wie sie frustriert sind auch und kein Rezept gefunden haben gegen die Zürcher, wird es nicht mehr dazu kommen, das viel zitierte Eishockey-Wunder mal ausgenommen. Es geht jetzt natürlich noch darum, Ari Sulander den Shutout über die Runden zu bringen. Wäre natürlich auch was ganz Besonderes, das entscheidende Spiel, das letzte Spiel der Champions League mit einem Shutout zu beenden. Also ein Spiel ohne Gegentreffer aus Sicht des Goals. Blaine Down. Wieder Blaine Down. Abgeblockt vom Verteidiger von Jewgeni Birjukov. Ja, die Russen sind es sich in der eigenen Liga gewöhnt, dass der Gegner nicht defensiv so kompakt steht, nicht so aggressiv ist, nicht kanadisch auf dem Körper spielt. Sie können die ganze Saison den Puck laufen lassen. Offensivspiel wird zelebriert auf beiden Seiten. Und sie haben mit einem Coach aus der Sowjetzeit das Rezept nicht gefunden, taktisch das Dispositiv von John Simpson zu knacken. John Simpson Meister geworden mit dem EV Zug in der Schweiz. Spengler Cup Sieger geworden mit dem Team Kanada. Aber das hier ist auch für ihn natürlich der größte Erfolg in seiner Karriere. Es ist auch der größte Erfolg
in der Clubgeschichte der ZSC Lions. Da ist man sich einig. Achtung, noch einmal Gefahr für den Shootout von Zulander. Alles gut gegangen. Denn Matthias Seeger gestern an der Pressekonferenz vor dem Spiel und auch Sean Simpson haben gesagt, hier zu gewinnen, die Champions League, das ist mehr wert als ein Schweizer Meistertitel. Sie haben Werbung gemacht für sich selber, die ZSC Lions, aber sie haben vor allem auch Werbung gemacht für das Schweizer Eishockey. Sie haben viel Sympathien gekriegt in den letzten Wochen, vor allem seit der Finalqualifikation aus der ganzen Schweiz. Es war beeindruckend, wie sie auch am letzten Samstag noch einmal die Chance für Trüdel zum 5:0, wie sie auch beim Auswärtsspiel in Langnau mit Respekt begrüßt wurden von den Fans der Tigers. Und jetzt Trüdel mit dem 5:0. Und jetzt ist es klar. Jetzt ist es definitiv, die ZSC Lions gewinnen die Champions Hockey League. Die ZSC Lions gewinnen den Europäischen Meistercup, sind das beste Clubteam in Europa. Den russischen Captain ausgespielt und auch den Goalie. Es ist eine unglaubliche Geschichte, sensationell, wie im Märchen. Die übermächtigen Russen ausgespielt von Hittis und Trüdel. Die Lions kanadisch geprägt, ob Siegen gegen die Russen. Ein WM-Finale im Frühling war es da genau umgekehrt. Da haben die Russen die Kanadier auf heimischem Terrain besiegt. Noch 2 Minuten und 5 Sekunden. Jan Elston. Mark Bastl. Die Fans hinter dem Tor von Ilja Proskurjakov sind längst am Feiern. Dort oben links, schön zu sehen. Freude der einen, der Frust der anderen. Sie wollten unbedingt den Sieg, die Russen. Clubbesitzer Viktor Raschnikow hat gesagt, die Champions League hat für uns Priorität. Aber sie sind an den ZSC Lions gescheitert. Der Ari Zulander braucht jetzt noch 1 Minute und 5 Sekunden zu überstehen. Und dann bleibt er ohne Gegentreffer. Dann hat er den Shutout. Noch einmal Trüdel, Proskurjakov. Elf Jahre nach der letzten Sensation im europäischen Clubwettbewerb, als wir hatten es in der ersten Pause gehört und gesehen, Ralf Krüger mit Feldkirch gegen Dynamo Moskau den Final hat entscheiden können. 11 Jahre danach zum ersten Mal ein nicht-russisches Team, das Europacup, Meistercup-Sieger wird, muss man sagen. Vor ein paar Jahren hat es den Meistercup nicht mehr gegeben, da hieß es Continental Cup, aber nicht mehr mit den Meistern aller Länder. Und jetzt, 11 Jahre danach, nicht die Russen am Zug. Metallurg kann den Pokal nicht zum 4. Mal holen. Die Lions holen ihn als erstes Schweizer Team. Die letzten 30 Sekunden zum Genießen.
Noch ein Versuch, Sulander den Shutout zu nehmen. Gelingt nicht. Die ZSC Lions sind das beste Team von Europa. Gewinnen mit 5:0 und einem Shutout für Ari Sulander. Gesagt, Zürcher, ihr seid die Könige von Europas und so ist es auch eishockey-technisch. Die ZSC Lions schaffen die Sensation, gewinnen die Champions Hockey League in ihrer ersten Ausgabe. Sie holen sich damit ein zusätzliches Preisgeld noch einmal von 750.000 Franken und vor allem, sie werden in wenigen Minuten den Pokal, den Silverstone überreicht bekommen und sie werden als bestes Team von Europa im nächsten Herbst gegen ein NHL-Team den Victorias Cup spielen können. Captain Seger. Werden sich jetzt vorbereiten für die Siegerehrung. Ziehen sich noch einmal kurz in die Kabine zurück. Gratulation ZSC Lions und die Fans feiern. Sie haben nicht mit dem gerechnet, haben es vor einer Woche gerade nochmals ausbügeln können mit dem 2:2 die Russen. Und jetzt haben sie es nicht einmal geschafft, diesen Mann hier zu bezwingen. Die offensiv so hochkarätigen Russen haben während 60 Minuten keinen Gegentreffer gegen Sulander zustande gebracht. Colin Müller, auch er ein Architekt dieses Erfolges zusammen mit John Sims. Und Matthias Seger, der Captain, ist bei Dani Bolliger zum Interview bereit. Ja, Matthias Seger, sensationell. Ich kann es nicht anders beschreiben, oder? Wie würde es sein? Ja, es ist genial. Es ist sensationell. Danke, Jungs. Es ist genial. Es ist ein wunderschönes Gefühl. Es ist eine super Stimmung. Wir haben ein tolles Spiel gezeigt. 5-0 ist extrem. Ich meine, wer hätte das erwartet? Es ist genial. Wir sind die Nummer 1 in Europa. Was will man mehr? Ich kann schon gut Ciao sagen, Messi. Bereitet sich jetzt vor für die Pokalübergabe. Die Mannschaften verabschieden sich als Torschütze auch heute. Und den Russen ist die Enttäuschung aus den Gesichtern abzulesen. Fünf Torschützen, Down, Seina, Seger, Elston und Trudel. Drittelsergebnisse 1:0, 1:0, 3:0 zugunsten der ZSC Lions. Peter Zahner im Hintergrund, der CEO, zusammen mit Ryan Gardner. Silverstone nennt sich dieser Pokal, der vom Italiener Enzo Bossi, vom Künstler, entworfen worden ist. Magnitogorsk hat ihn schon dreimal gewonnen, 99, 2000 in der Euroliga und vor einem Jahr beim European Champions Cup. Und auch der russische Staatspräsident ist da für die Siegerehrung. René Fasel, der Präsident des Internationalen Eishockey-Verbandes, zusammen mit seinem Vizepräsident. Auch
Für René Fasel, für den Schweizer Präsidenten des Internationalen Hockeyverbandes, ein spezieller Moment. Er hat das Ganze initiiert, diese Champions Hockey League ins Leben gerufen. Und auch für ihn muss es speziell sein, dass jetzt ein Schweizer Club diese Trophy, diese Silverstone Trophy holt. Ari Sulander wird geehrt als bester Spieler der Partie. Sicherlich nach dem Weltmeistertitel, zusammen mit dem Weltmeistertitel, Höhepunkt in der langen Karriere des 40-jährigen Finnen. Okay, it's got to move. We're gonna continue with our team. IP, most valuable player, Ari Sulander. Metallurg Magnitogorsk, Platz 2, Silbermedaille für die Russen. Bekommen vom Zürcher Publikum viel Applaus, sind aber der erste Verlierer. Haben die Trophäe aus dem Vorjahr, die sie sich in einem Turnier geholt hatten, der besten europäischen Clubmannschaften, sind diesen Pokal los, haben ihn nicht verteidigen können. Haben den Liga-Konkurrenten, den Favoriten Ufa, im Halbfinale ausgeschaltet, nach Penaltyschießen auswärts im zweiten Spiel. Und jetzt verlieren sie gegen den vermeintlichen Unterdog, gegen die ZSC Lions aus der kleinen Eishockey-Schweiz. Der so hochgelobte beste Scorer in der Meisterschaft und in der Champions League bisher. Er kam nicht auf Tour, in beiden Finalspielen nicht, konnte nicht scoren und die Trophäe geht nicht an Russland, sie geht an die ZSC Lions. Seit 1997 gibt es diesen Pokal, die vier finnischen Schiedsrichter bekommen auch noch ihre Medaille. Schiedsrichter, zwei ehemalige Spieler aus der obersten finnischen Liga, den beiden Linesmen Jari Levonen, Tom Laaksonen, Mikko Kekäläinen und Jussi Tervo haben dieses Spiel souverän geleitet, dieses Rückspiel des Finals der Champions Hockey League. Adrian Wichser wartet auf den entscheidenden Moment, auf die Goldmedaille und auf den Pokal. Ein Foto für die Geschichte, die ZSC Lions sind Sieger der Champions Hockey League, haben den europäischen Meistercup gewonnen. Matthias Seger, der Captain, als erster bei René Fasel. Um die Gratulationen, die Medaille entgegenzunehmen. Adrian Wichser, Ryan Garner, Ari Sulander, Severin Blind. Schneider, Domenico Pettis, Jan Elsten mit René Fasel, Jean-Guy Trudel. Ja,
Bastl. Es ist ein Sieg des Kollektivs, der ganzen Mannschaft. Die Bomone, sie hat auch ihre Stars, diese Mannschaft. Aber was die vierte Linie zum Beispiel geleistet hat, auch die Linie mit Mone, das ist unglaublich. Philipp Schelling, letzte Saison, Ende letzter Saison noch vor dem Rausschmiss bei den GCK Lions in der Nationalliga B. Oliver Kamber, Lukas Graubiller, Alexei Krutov, Patrick Gehring und auch die Ersatzspieler Lukas Flühler, der Ersatz-Guli, der in der Meisterschaft schon gute Ergebnisse gezeigt hatte, auch von Ralf Krüger ins Nationalteam berufen worden ist. Alle erhalten sie die Medaille, auch die heute nicht eingesetzt.